Erstens, immer wie bei den Veranstaltungen, die ich mache in der Schweiz auch immer jede Woche eine Veranstaltung. Ich habe eine Praxis in der Nähe von Zürich und eine in Solothurn, wo ich mit Leuten arbeite. Und zusätzlich durfte ich jetzt seit ein paar Jahren eben auch mitwirken im Aufbau von unserem Gesundheitszentrum in Schwarzsee. Dort bin ich auch sehr aktiv. Ich war früher Küchenchef. Ich werde da noch ein bisschen zu meiner Geschichte erzählen. Und dort durfte ich auch noch meine Begabungen in diesen Bereich einfließen lassen. Eben, Nepomuk hat schon erzählt, ich werde einen Vortrag machen. Ob er kurz ist, das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, was kommt. Es kommt das, was kommt. Ihr bringt eure Themen mit und auf diese Themen wird dieser Vortrag auch sich für euch ergeben. Ich werde einfach nach der Pause werde ich noch eine Demonstration machen, wie diese Energien durch mich arbeiten. Und dann ist auch noch Zeit für Fragen, weil ich weiß, es wird dann Fragen geben. Wenn man das sieht, kommen immer Fragen und auch den Raum. Wenn ich während dem Vortrag jemand etwas fragen möchte, fragt, bitte, bitte ich euch. Eben, es soll nicht einfach ein Vortrag sein, dass nur ich spreche. Bei mir ist es immer so, dass ich gerne auch miteinander. Es soll auch so sein, dass während dem Vortrag nicht nur das Wissen übergeben wird, es soll eigentlich in der Form sein, dass ihr selber auch anfangt zu denken. Weil genau um das geht es. Es geht um sie in sich innen, nämlich auch wieder Möglichkeiten zu erkennen, wie es eben anders sein könnte. Okay, zu meiner Person. Ich bin 41 Jahre, bin Vater, habe drei Kinder. Bis vor 12 Jahren arbeitete ich in der Gastronomie in der Schweiz, habe italienische Wurzeln, meine Eltern sind aus Süditalien, bin aber in der Schweiz aufgewachsen, im Kanton Appenzell. Und ich hatte eine Arbeit, ich liebte meine Arbeit, war Küchenchef, hatte sehr Freude daran. Meine Gabe war es auch dort, Restaurationsbetriebe aufzubauen und sie zu führen. Aber es geschah etwas bei meinem letzten Auftrag. Als ich diesen Auftrag entgegennahm, wusste ich auf einmal innerlich, diesen Auftrag werde ich nicht beenden. Ich habe daraufhin das Gespräch gesucht mit den Geschäftsinhabern und habe gesagt, wie es ist. Und sie haben mir gesagt, ja Gianni, mach dir keine Sorgen, wir werden das schauen, das ist gut, bau du mal alles auf und dann ist okay. Ja, so geschah es. Eines Tages während der Arbeit fiel ich von einem Moment auf den anderen zusammen. Ich war am Boden, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Meine Beine, ich spürte meine Beine nicht mehr. Vor allem das rechte Bein war gerade gelähmt, dort in dem Moment. Ich rufte meine Arbeitskollegen und sagte ihnen das. Ja, die lachten. Gianni, steh auf, tu jetzt nicht so. Wir hatten ein sehr gutes Klima. Und tatsächlich, ein Arbeitskollege von mir ist wirklich mit einem kleinen Messer gekommen und hat mir am Fuß einen Schnitt gemacht, um zu schauen, ob es wirklich so ist. Was ist passiert? Das Blut kam raus, aber mein Bein, ich fühlte nichts. Ich kam ins Spital. Als ich dort war, wurde ich sofort in die Notaufnahme. Man begleitete mich nachher in die MRI-Station. Man machte die Bilder und als die Ärzte kamen, kam eine Botschaft, die nicht so einfach war. Ich war 28 dieser Zeit. Hatte mich gerade von meiner ersten Ex-Frau scheiden gelassen, hatte noch eine kleine Tochter, war eigentlich dort, wo ich dachte, jetzt etwas Neues aufzubauen, für mich eine neue Freundin. Und die Ärzte sagten mir, Herr Balducci, es tut uns leid, wir können nichts machen für Sie. Wir werden Ihnen noch sagen, dass es sogar noch schlimmer wird. Durch diese Deformation in der Wirbelsäule haben Sie mir prognostiziert, dass ich mal querschnittsgelähmt sein werde. Ich musste diese Antwort zuerst mal verdauen. Das Spannende ist, dass bis anhin hatte ich keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Aber in dieser Nacht hatte ich einen Traum. In diesem Traum sah ich links und rechts und ich sah einen sandigen Boden, einen Erdboden. Und ich war auf den Knien. Und genau in dem Moment
Als ich so nach hinten schaute, sah ich, wie mir jemand ein Speer durch meinen ganzen Rücken schloss. In dem Moment, wo ich den Speer in mir hatte, hatte ich höllische Schmerzen. Ich wachte auf, war nachher fast 2 Tage in der Intensivstation. Ab dem Moment. Als ich mich ein bisschen erholt hatte, mit sehr hohen Dosen Medikamenten, die sie mir dort gaben, blieb ich dort im Spital. Sie konnten nichts für mich machen und irgendwann kam der Impuls von innen, ich muss jetzt alleine sein. Es ist wichtig, dass ich alleine bin. Ich hatte da ein Zimmer, ein Allgemeinzimmer mit mehreren Leuten drin, sagte es meiner Freundin Claudia und Claudia sagte, kein Problem, wir schauen, dass du alleine bist. Und als ich alleine im Zimmer war, ja, das ist ganz speziell, das habe ich nie gemacht früher. Aber es war einfach natürlich, habe ich einfach für mich, ich habe angefangen mit mir zu reden, habe gesagt, ja, wenn das mein Leben gewesen ist, dann möchte ich so nicht weiter. Aber wie kann ich jetzt nicht mehr weiterleben? Ich möchte noch für meine Eltern, für meine Tochter, für meine Freunde da sein. Es wurde sehr emotional, ich musste sehr weinen und auf einmal spürte ich in mir ein Loslassen. Es war unglaublich, dieses Loslassen. Ich fühlte mich so frei und im gleichen Moment fing mein Körper an, er vibrierte, er ameiselte, alles fühlte sich an, es ameiselte immer mehr und mehr und auf einmal war diese Liebe da. Und ja, es berührt mich jedes Mal, wenn ich nur daran denke. Und diese Liebe, die hat zu mir gesprochen in dem Moment. Sie hat mir gesagt, Gianni, es ist alles okay. Lass es einfach geschehen. Ich weinte weiter, aber auf einmal, ich habe gemerkt, in mir hat sich etwas verändert, kam Claudia ins Zimmer rein und schaute mich an und sagte, was ist denn mit dir los? Und er sagte, pack unsere Sachen, wir werden gehen. Und sie so, was? Wir können nicht gehen. Du kannst nicht. Sie können sowieso nichts machen für mich. Dann war es so, dass wir sind dann los. Claudia musste da noch ein paar Sachen unterschreiben. Ich hatte das Glück, sie war ehemalige Krankenschwester, wegen der Versorgung auch. Aber auf dem Weg nach Hause hatte ich eine Art Vision. Ich kann nicht sagen, ob es eine Vision ist, weil bis anhin hatte ich sie nicht. Ich sah, wie ich eine Reise antrat, aber ich spürte diese Reise. Als ich zu Hause war, habe ich das Claudia erzählt und Claudia hat das nie in Frage gestellt. Das ist unglaublich. Und dann bekam ich den Impuls und habe gesagt, zeig mir, also hol mir eine Karte. Und sie holte eine Landkarte und wir waren dort. Und auf einmal, es passierte, habe ich meine Hand auf sie gehalten und ich habe ihr einfach gesagt, zeig mir, wo wir hin sollen. Für sie war es nicht einfach, weil sie hat gespürt, wie etwas in sie gekommen ist und ihr gezeigt hat, wohin. Sie ist dann aufgestanden und dann, ich habe sie gerade, was ist denn? Sie, boah, das ist ja unglaublich. Ja, wie fühlt es sich an? Und sie sagt, wow, diese Liebe und Gnade, wo hier ist. Also 3 Tage später waren wir auf dieser Reise nach Mexiko. Dann ging es weiter. Im Flugzeug. Ich saß da im Stuhl, konnte ja nicht gehen. Hatte seine Frau, eine ältere Frau, eine deutsche Frau. Sie kam zu mir, schaute mich an und sagte zu mir, es ist Zeit. Ich dachte, was? Sie so, es ist Zeit. Dann habe ich innerlich immer gedacht, was wart wirklich, was quatscht die mich so an? Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich setze das auf die Seite. Dann ist sie weg und dann habe ich immer so überlegt, hey, wieso kommt die Frau zu mir? Ah, die hat mich sicher gesehen, als ich ins Flugzeug rang, dass es mir nicht gut geht und alles. Eben der Verstand ist sehr stark. Als wir in unserem Hotel ankamen, in Akumal in Mexiko, ist in Cancun, also im Yucatan-Gebiet, als wir die erste Nacht dort verbrachten, am Morgen bin ich sehr früh wach gewesen, Claudia war noch am Schlafen und dann wollte ich einfach, wir hatten einen super Bungalow, gerade am Meer, ich wollte einfach nach vorne ans Wasser, ich bin wortwörtlich nach vorne gekrochen. Und dann saß ich dort und schaute das Wasser an und auf einmal steht die Frau wieder da. Und dann habe ich auf einmal realisiert, ist die Frau wirklich hier? Sie hat gesagt, sie soll mal hier hinkommen, mal anfassen. Dann hat sie gesagt, ja, ich bin schon hier. Und dann hat sie mir wieder gesagt,
hast du Zeit jetzt? Ich muss dir etwas sagen. Ja, und sie hat mir dann ihre Geschichte erzählt. Sie war Krankenschwester in einer Krebsabteilung. Leitende Krankenschwester in dieser Krebsabteilung in der Nähe von Berlin. Und eines Tages fiel sie während der Arbeit zusammen. Man brachte sie in die Notaufnahme und die Ärzte, wo sie kontrollierten, ihre Kollegen, fanden in ihr, der ganze Körper war voller Metastasen. Also sie war im letzten Stadium. Als sie ihr das überbrachten, hast du das nicht gemerkt? Sie hätte nie etwas gespürt vorher. Für sie war klar in dem Moment, dass sie eigentlich ja, sich vorbereitet für den Übergang. Sie wollte alles erledigen, die Ärzte haben ihr nicht lange Zeit gegeben, vor allem sie wollte alles erledigen für die Beerdigung, dass ihr Mann nichts mit der Sache zu tun hat, dass sie diese Zeit noch genießen können. Aber der Mann konnte das nicht akzeptieren. Er konnte das nicht annehmen. Der Mann sagte sich, ich werde nach einer Möglichkeit suchen und ich weiß, es gibt eine Möglichkeit. Ja, es geschah auch so, dass der Mann von einem Heiler hörte, wo gerade in Deutschland war. Und als er das Gerda erzählte, sagte Gerda, also sagte, sie hat ihm zuerst eins geschlagen und hat gesagt, wenn du mich dorthin bringst, dann muss ich nicht sterben, dass wir getrennt sind, dann sind wir schon jetzt getrennt. Ich glaube nicht an solche Sachen und ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Das ist alles Scharlatanerei. Ich kann sie auch gut verstehen. Früher hätte ich das auch so gesehen, wortwörtlich. Wenn mir früher jemand das gesagt hätte, was ich heute mache, hätte ich gesagt, das wäre nie möglich. Also es war so, dass dann für Gerda, sie hatte die folgenden Tage, verlor sie immer das Bewusstsein. Und dann nahm sie ihr Mann, brachte sie zu diesem Heiler. Und für Gerda war es unglaublich. Weil Gerda erwachte in den Armen ihres Mannes. Sie sah sich um und sah hunderte von Leuten, wo am Meditieren sind. Eine Musik war im Hintergrund. Sie sah einen Mann vorne. Und für sie war es einfach so, sie musste sofort zu diesem Mann. Sie ist zu diesem Mann, sie ist auf die Knie und hat geweint. Sie hat gesagt, Gerd hatte mir gesagt, die Liebe, die aus diesem Mann ausgestrahlt wurde, die war unglaublich. Ja, und der Mann fragte sie, Tochter, warum weinst du? Und sie sagte, ich bin krank, ich werde sterben. Und er sagte ihr, lass alles stehen und komm mir mit. Sie hat in dem Moment alles stehen gelassen. Müsst ihr euch vorstellen, der Moment hat alles verändert, weil die Liebe so unglaublich war, dass es geschehen durfte. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, sie erzählt mir das, ich war dort nur am Weinen. Ich muss auch dorthin gehen, ich muss unbedingt dorthin gehen, ich will wieder gesund werden und alles. Und dann hat sie mir gesagt, nein Gianni, weißt du, Möglichkeiten gibt es überall auf der Erde. Frag und du wirst sehen. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag angefangen zu fragen, ob es hier einen Heiler gibt oder einen Curadero, wie man dort sagt. Ja, und die Leute, ja, wir haben einen Physiotherapeut, wir haben einen Arzt. Es gab alles, aber keinen Curadero. Aber dann auf einmal bemerkte ich, aber die Leute, die dort arbeiten, sind ja gar nicht von dort. Das waren alles Leute, die von Mexico City sind. Und dann fragte ich, gibt es denn hier niemand, der von hier ist? Und dann sagte sie, doch eine Person, Alejandro, der, wo die Blumen und die Bäume pflegt. Sie brachte mir Alejandro und ich erzählte Alejandro eben, dass ich einen Curadero suche. Und dann sagte er, er kennt keinen, aber seine Mutter. Ja, und so fing das an. Ich werde das jetzt ein bisschen abkürzen, weil die Geschichte geht sonst sehr lang. Es gab eine Begegnung dann mit diesem Heiler. Aber Heiler ist das falsche Wort. Weil ich bin auch kein Heiler und das ist sehr wichtig. Egal, was heute hier auch geschieht. Und das durfte ich nämlich dort auch erleben. Man brachte mich zu diesem Heiler, Curadero, wo in einer Hütte lebte. Ganz einfach. Und Alejandro, der sagte mir, wart hier, ich muss zuerst mit ihm sprechen. Alejandro war ein Mulatt, schön braun. Als Alejandro zurückkam zu mir, war er weiß. Ja.
Er war weiß. Er schaute mich an und sagte, was ist passiert? Und dann sagte er, das gibt es einfach nicht. Der weiß alles über dich. Und dann wusste ich, ich bin am richtigen Ort. Sie brachte mich rein. Es hatte eine Liege dort. Er sagte, legt ihn hin. Dann hat er dann gesagt, die anderen sollen rausgehen. Das vergiss ich nie mehr, weil ich war dort am Liegen. Er legte seine Hand auf meinen Rücken. Im ersten Moment war es mir fast ein bisschen mulmig, aber es passierte etwas. Ich habe mich schnell rumgeschaut und er hatte so eine Art, so ein kleiner Tempel. Aber als ich dorthin schaute, sah ich dort ein Bild, und das ist ganz spannend, ein Bild vom heiligen Antonius. Meine Mutter heißt Antonia und meine Mutter erzählte mir immer, dass sie immer mit dem heiligen Antonius spricht, in der Nacht. Und in dem Moment, das gab mir gerade Ruhe, dieses Bild. Als ich dieses Bild sah, spürte ich gerade, es ist okay. Ich war am Liegen, er murmelte für mich etwas hin. Auf einmal wurde mein Körper sehr heiß, wirklich sehr heiß. Dann sagte er, steh auf. Ich konnte aufstehen. Ich konnte wirklich aufstehen. Ich konnte es nicht fassen und dann hat er mir gesagt, so, setz dich nachher hin auf dem Stuhl, jetzt möchte jemand mit dir reden. Und dann habe ich ihm gesagt, ja wer, wir sind ja hier. Dann sagt er, nein, es wird jemand kommen, wo durch mich spricht. Ich habe bis dahin nie so eine Erfahrung gehabt, wusste auch nicht, was passiert. In der nächsten Sekunde habe ich, das war wie eine Welle, die mich übernahm. Der Druck, wie eine Druckwelle, wo auf mich zukam. Und dann spürte ich, wie durch diesen Mann seine Augen veränderten sich. Sie gingen zuerst nach oben, aber die ganze Präsenz veränderte sich. Und eine Autorität war da. Und diese Autorität, sie sprach zu mir, warum hast du nicht auf dein Herz gehört? Ja, wirklich, es war so. In mir gingen alle Gedanken. Was habe ich falsch gemacht? Komme ich in die Hölle? Hin und her, versteht ihr? Wirklich, das geht ab. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich hatte da wirklich, was passiert jetzt und alles. Aber obwohl diese Präsenz so autoritär war, war sie auch so liebevoll. Das ist schwierig zu. Sie war einfach, ich brauchte das in dem Moment. Dann ging die Präsenz wieder raus und da der Heiler fragte, und? Und er sagt, was und? Ich wurde nur zusammengeschissen. und dann sagte ich, und ich glaube, ich komme in die Hölle. Und er sagte, nein, Johnny. Das, was da war, das war unglaublich, diese Kraft. Und dann hat er mich gebeten, ich soll 3 Tage später wiederkommen. Aber an diesem Tag hat er gesagt, ich soll mit meiner Frau kommen. Und dann ich so, ja, aber ich habe mich scheiden gelassen und schon wieder eins geschlagen bekommen, ich habe das ein paar Mal bekommen, immer wieder. das ist deine Frau, der blonde Engel. okay, ist gut. Und dann gingen wir 3 Tage später, gingen wir dorthin und dann war auch eine Frau dort und die Frau arbeitete mit Claudia und er hat ein Feuer vorbereitet und dann hat er mich gesagt, setz dich hier hin. Und als ich mich dorthin saß, sagte, heute werden wir meditieren. Ich habe noch nie meditiert. Und dann hat er mich ausgelacht. Er sagte, du hast nie meditiert. Du erinnerst dich nur nicht. Also für mich war es so, ich schloss meine Augen und jemand machte wieder so. Das war das, was ich erlebt habe in dem Moment. Und er sagte, was ist? Und er sagte, ja, steh auf, wach auf. Was wach auch, ich war eine Sekunde weg. Ich war 12 Stunden weg. 12 Stunden. Ich war wirklich weg. Und als er mir das erzählt hat, ich konnte das nicht glauben. Ich sagte, du willst mich jetzt verarschen. Weil es war noch dunkel. Und es war wieder dunkel. Wisst ihr, er hat mir nachher gesagt, glaub's. Und dann habe ich auf einmal gedacht, habe ich gerade so gemacht. Ich hatte mich am Morgen rasiert. Und dann habe ich gemerkt, das gibt's gar nicht. Aber das war nicht das Unglaubliche. Wisst ihr was? In der Zeit, als ich weg war, hat er mir erzählt, dass eine Präsenz in ihn rein ist und etwas geschrieben hat. Und er hat mir das übergeben. Und auf diesem Blatt stand, Gianni, du musst zurück in die Schweiz. Deine große Tochter wartet schon auf dich. Du darfst nicht zu lange weg sein.
geh zu deinem Arzt, rede mit deinem Herzen zu ihm und er wird dir zwei Namen offenbaren, ein Herr Bühler und Herr Zweifel. Suche Herr Zweifel auf, er wartet schon auf dich. Nach dem Erlebnis wusste ich, ich mache das. Es ist alles passiert, in der Schweiz passierte das genauso. Als ich Herr Zweifel begegnet bin, unglaublicher Chirurg, muss ich wirklich sagen, ein unglaublicher Chirurg. Er hatte schon lange die Idee, in einer anderen Form zu operieren. Und irgendwie, ich musste ihm einfach sagen, ich bin für das Tier. Aber ich wusste, und er hat mir gesagt, ja, aber wenn ich dich operiere und wir diese Operation machen, einfach, dass ihr wisst, schnell, als ich in der Schweiz war, zwei Wochen später konnte ich nicht mehr laufen. Das war wie, wenn man jemand den Stecker rausgenommen hat. Genau zwei Wochen später. Ich hatte mich auch gefragt, warum kann ich jetzt? Aber das war zum Sehen, dass es möglich ist. Sehr wichtig, zum Sehen, dass es möglich ist. Mit der Zweifel, er hat mir dann gesagt, wir machen diese Operation, ich werde dann wieder stehen können. Aber ich spürte in mir, das ist nur der Anfang. Ich machte diese Operation, Nacht war sehr heftig. Die Operation fand an meinem 30. Geburtstag statt. Bevor dass ich noch von Mexiko zurückkam, übergab der Heiler mir noch eine Botschaft und sagte mir, an deinem 30. Geburtstag bist du neu geboren. Ich war 12 Stunden auf dem OP-Tisch. Sie haben mir noch gesagt, dass ich für eine Zeit weg war. Ich hatte noch sehr starke Blutungen. Aber als ich wieder aufwachte, war es nicht einfach, wie eingespannt. Aber der Prozess fing an. 3 Monate war ich nachher, also 1 Monat im Spital, 2 Monate zu Hause. Und in dem Moment, als ich dann zu Hause war, hinterfragte ich alles. Aber Claudia hat mir immer gesagt, doch, es ist passiert, das in Mexiko. Und dann habe ich irgendwann für mich gesagt, wenn es wirklich so war, dann will ich ein Zeichen. Am nächsten Morgen bekam ich das Zeichen. Ich stand auf und wortwörtlich, wie ein Megafon, hier ins Ohr. Ich habe nämlich fast so, ich bin so erschrocken. Und wer Stimmen mal hört, der weiß, wie die Stimmen sind. Die Stimme sagte mir, ab heute wirst du keine Medikamente mehr nehmen. Ab heute wirst du 7 Tage alleine sein. Und alles Weitere wird darauf folgen. Ich habe mich entschieden, das sofort zu machen. Nach einer Rücksprache mit meinem Arzt wollte mein Arzt, dass ich unterschreibe, dass alles auf meiner Sicht ist, weil er gesagt hat, ich darf das nicht, ich habe so eine starke Dosis an Medikamenten, das wäre schwierig. Ich hatte dort sehr viel Oxycontin, wo ich nehmen musste. Aber ich habe es gemacht. Ja, und in diesen 7 Tagen habe ich mehrere Erlebnisse erlebt. Eins davon war, ich habe meinen Körper verlassen für einen Moment. Für mich war es ein Moment, aber es waren Tage. Aber als ich wirklich nach diesen 7 Tagen wieder dort war, ich wusste nicht, dass 7 Tage dort war, kam diese Stimme nochmal sehr intensiv und sagte mir, steh auf und geh dein Auto waschen. Müsst ihr euch vorstellen. Ja. Ich wusste nicht, ob ich jetzt durchdrehe. Und einfach, dass ihr wisst, das habe ich vielmals gedacht, was mir passiert ist. Hätte ich in dieser Zeit mit einem Psychologen geredet, ich weiß nicht, ob sie nicht eventuell mich in ein Zimmer gesteckt und den Schlüssel weggeworfen hätten. Aber ich wusste, ich mache das und ich bin dorthin und dann geschah eine Begegnung, wo unglaublich ist. Ich stand da, es war um 6 Uhr am Morgen, es war alles zu, eine Waschanlage. Es war niemand dort, es war wirklich niemand dort. Ich wollte aufstehen aus dem Auto, ich konnte nicht, es ging einfach nicht. Ich war wie, es funktionierte, es war auch das erste Mal, wo ich wieder in einem Auto war nach der Operation. Ich weinte emotionalen Zusammenbruch und alles im Auto. Jetzt bin ich hier, warum, was? Auf einmal war es wirklich so, dass mich jemand aus dem Auto gerührt hatte. Ich stand auf einmal da und es war niemand da vorne. Und dort gegenüber von mir stand ein Mann, ein Inder. Als ich ihn sah, ich wusste, ich muss gerade zu ihm. Ich bin auf die Knie. Und er hat nur gesagt, bist du bereit? Und ich sagte, ja. Er legte seine Hand auf meinen Kopf. Ja, diese unglaubliche Wärme, fast ein Feuer, wo ich spürte in mir. Und er bat mich einfach, bring mich an einen Ort, wo es Wasser hat, einen Baum und eine Wiese und höre einfach zu.
Ich habe nur zugehört. Ich habe so viel geweint. Jedes Wort, wo er mir offenbarte, ich spürte in mir, das ist die Wahrheit. Ich spürte, das war ein Erdbeben, die Worte in mir, das ist die Wahrheit. Nach seinen Offenbarungen sagte er mir, du wirst nach Indien kommen. Es ist Zeit, dass du wieder mal in dieses Land kommst. Ich war noch nie in Indien. Ich spiele keine Rolle. Ich bin dann 6 Monate später, also er hat mir dann noch etwas mitgegeben. Er hat mir gesagt, ab heute wirst du jeden Morgen wach sein um 4 Uhr. Steh auf, wasche dich, fang an zu beten. Aber bete nicht das, was du liest. Bete das Gebet in deinem Herzen, das, was du spürst. Deine Worte im Respekt, deine Worte in der Geborgenheit und im Vertrauen. Schenke deine Offenheit deinen Mitmenschen und du wirst sehen, was geschieht. Ja, und das fing an. Mein Arzt, er konnte das nicht fassen, was mit mir passiert. Mit meinem Rücken, der Rücken fängte an. Er hat mich nur unten operiert, aber oben fing alles an, sich zu verändern. Und als ich ihm erzählte, dass ich nach Indien gehen will, er hat mir nur gesagt, was bist du noch hier? Geh! Ich ging dann nach Indien und das war unglaublich, die Zeit dort. Das war für mich wirklich wie ein Nachhausekommen. Es war ein Schock zuerst zu sehen. Und es war genau dieser Winter, wo es so kalt war. Ich habe so viele Menschen sterben sehen auf der Straße. Wo draußen schlafen am Morgen. Weißt du, stellt euch vor, ihr geht raus und es hat überall tote Menschen. Weil sie einfach nichts haben. Aber ich habe auf einmal gemerkt, dass das Leben ganz anders ist, als wir es uns teilweise hier vorstellen. Nach einer Zeit kam die Überraschung, Claudia kam nach Indien, mich zu besuchen. Und dann sagte mein lieber Freund, hey, macht euch auf eine Reise. Ihr sollt in die Mitte nach Indien gehen, in den Staat Maharashtra. Gibt es einen Tempel. Die Helfer sagen, du sollst dorthin gehen. Sie wollen euch etwas übergeben. Wir haben diese Reise gemacht, 36 Stunden im Zug. Das war super. Vergiss ich nie. Und das Unglaubliche war, kaum waren wir im Zug, war gerade eine indische Familie dort, die hat uns gerade in Beschlag genommen. Die haben uns Essen gekocht, alles. Also es war wirklich, es war sehr schön. Wir gingen dann in diesen Tempel, wo ich dort war. Und dort war es spannend, es war dort ein Priester. Und der wartete auf mich. Der hat gesagt, dass er auf mich gewartet hat. Und er hat uns eben dann auch etwas mitgegeben und gesagt, wir werden noch ein Kind bekommen in diesem Jahr. Und für Claudia, sie so, nein, ich möchte kein Kind. Wir möchten jetzt noch kein Kind. Wir sind erst zusammengekommen. Ja, und er hat uns einfach ausgelacht. Er hat gesagt, das Kind ist schon da neben euch, ihr seht es nur nicht. Also es ist so, genau wie er vorausgesagt hat, in diesem Jahr ist unser Sohn Elias auf die Welt gekommen, genau an dem Tag, wo er schon vorausgesagt hat. Für mich, als ich in der Schweiz war, war es nicht so einfach, weil ich hatte extreme Mühe. Weil ich hatte in Indien, fühlte mich ich unglaublich wohl mit den Menschen. Kaum zurück, merkte ich auf einmal, wie sich die Leute einengen. Die Struktur ist ganz anders. Aber ich wusste, heute weiß ich, es war sehr wichtig für den Prozess. Und als ich eben in der Schweiz war, Elias ist geboren, ich hatte noch einen wunderschönen Traum, bevor das Elias geboren ist, war ich so am Laufen, in der Wüste. Und auf einmal war wieder diese Stimme da, wo mich begleitete. Und dann bin ich umgefallen und ich konnte nicht aufstehen. Ich sah meine Hände an und meine Hände waren voller Blut und ich konnte einfach nicht aufstehen. Und dann kam wieder die Stimme und sagte, steh auf. Und ich sah die Stimme an. Dieses Mal durfte ich sehen, wer es ist. Es war ein Geschenk für mich. Aber die Stimme gab mir etwas mit. Die Stimme sagte mir, nenn das Kind, wo kommt, Elias. Das haben wir auch gemacht. Ich habe das dann Claudia erzählt. Für Claudia war es unglaublich, weil Claudia hatte, bevor dass sie mich kennengelernt hat, war sie in eine lange Zeit in Indien. Und sie hatte dort
einen tranceartigen Zustand erreicht und dort hatte sie eine Begegnung mit zwei Wesen. Und diese Wesen haben sich offenbart als ihre Kinder in der Zukunft. Und die Kinder sagten ihr auch den Namen. Und sie hatte das aufgeschrieben. Und als ich ihr das sagte, das gibt es gar nicht. Sie hatte das gehört und sie hat es mir gezeigt. Ja, und Elias, die Zeit verging. Ich hatte da noch ein Unternehmen. Ich wusste auf einmal, ich will dieses Unternehmen verkaufen. Ich hatte während der Zeit noch jemand unterstützt. Ich habe mit ihm also finanziell unterstützt, ein Unternehmen aufzubauen. Aber ich wusste, ich muss es loslassen. Weil das war ein Unternehmen in der Finanzbranche und es war nicht meins. Und dann, als ich das meinem Geschäftspartner erzählt habe, hat er mir gesagt, weißt du was, wir gehen zu meinem Patenonkel. Der hat ein Unternehmen und der kann uns sicher gut helfen. Ja, wir wurden dort eingeladen und das Spannende war, dass sein Patenonkel, das ist ein Mann, der hat ganz viele Sozialprojekte aufgebaut. Als wir dort waren, ich war gerade mit ihm in einer Wellenlänge. Für meinen Freund war es nicht so schwierig, also nicht so einfach, weil mein Geschäftspartner war ein guter Freund von mir. Er hat mir das lange Zeit nachher gesagt, weißt du, ich konnte das nie verstehen an diesem Abend. Ich war eifersüchtig. Weil du kommst einfach so und hast die Connection und ich. Er sagt, ja, aber ich kann ja auch nichts dafür. Ja, ich war da im Gespräch mit dem Patenonkel von ihm und auf einmal sagt der Patenonkel so, hey, ich habe etwas für dich, ich muss dir das jetzt einfach übergeben. Ich vergesse das nie, der kommt mit einer CD in der Hand. Stell dir vor, einer CD in der Hand. Als ich das Bild auf der CD gesehen habe, bin ich auf meine Knie gefallen und ich habe angefangen zu weinen. Ich habe angefangen zu weinen, ich war einfach weg. Als ich wieder da war, der Patenonkel war am Boden und die neben ihm waren auch am Boden und alle waren am Weinen. Und dann habe ich gesagt, was ist passiert? Er sagt, Gianni, das ist ja unglaublich. Das ist ja was? Ja, vor. Also, was? Ich weiß nicht, was passiert ist. Also sie haben mir gesagt, als ich angefangen zu weinen habe, sie haben diese unglaubliche Liebe gespürt und alles. Das hat sie so berührt. Also für mich war etwas klar. Ich muss sofort dorthin gehen. Der Ruf war so intensiv. Aber ich wusste nicht, wohin. Ich habe gesagt, wo ist das? Ich muss dorthin, ich muss dorthin. Er sagt, ja, das ist in Brasilien. Ja, drei Tage später bin ich schon, ich war schon in Richtung Brasilien, ich war schon eben in die Richtung, es ist ein Heilzentrum, ich weiß, dieses Heilzentrum ist in der letzten Zeit sehr unter Verruf gekommen, verstehe ich auch, aber ich wusste, ich muss in dieser Zeit dorthin gehen, weil, ja, ich wurde gerufen und als ich in diesem Zentrum war, dort durfte ich wieder erleben, wie durch Leute diese Energien arbeiten und diese Gnade. Und das Spannendste war das, als ich dort ankam, in dieses Dorf, hat es Tausende von Leuten dort. Wirklich Tausende von Leuten. Es war voll, alles, alle in Weiß. Und dann mein erster Gedanke, der, nein, wo bin ich hier gelandet? Sicher eine Sekte oder weiß ich nicht was. Wirklich, das war, ich bin sehr ein kritischer Mensch, einfach, dass ihr wisst. Und dann alle Leute sind zu mir gekommen, ja, du musst jetzt kommen, jetzt fängt es an. Ich sage, ich gehe nicht, ich entscheide, wenn ich gehe. Ja, ich bin dann in mein Pensionszimmer, es hat ein Bett dort. Ich legte mich aufs Bett, ich vergiss das niemals. Ich weiß noch genau, ich war auf dem Bett und dann habe ich so richtig so, ah. In der nächsten Sekunde ist mein Körper aufgestanden, von alleine. Er ist gelaufen, ich hatte keine Kontrolle mehr über mich. Ich konnte nichts machen, mein Körper laufte einfach, laufte. Er laufte in dieses Zentrum rein, laufte. Auf einmal dreht er sich so, zack, und vor mir stand ein Bild. Als ich dieses Bild anschaute, es war ein Bild, der See Genezareth, vorne hat es einen Brunnen, Jesus auf dem Brunnen sitzen, hinten die Golanhöhen, mit der Hand offen. Als ich das Bild anschaute, auf einmal veränderte sich alles, meine Wahrnehmung, und ich sah, wie Wasser aus seiner Hand kam. Das Wasser floss zu mir, meine Füße wurden nass, ich bin auf die Knie gefallen, ich musste weinen und in der nächsten Sekunde bin ich wieder dort, das Bild steht vor mir, ich bin auf den Knien, es hatte kein Wasser, hier Leute, die mich anschauen und dann habe ich gesagt, ah, innerlich, ich habe die Leute hören, denkt, versteht ihr? Was ist das für einer?
Dann habe ich gedacht, Mann, was passiert hier mit mir? Wirklich. Aber in der nächsten Sekunde kommt von der Seite eine Frau, eine Amerikanerin. Wonderful. Where are you? I have seen the water come to you. Und dann wusste ich, das habe ich nicht nur ich erlebt. Und ich konnte dann aufstehen und ich habe dort diese Heiltage dann besucht. Ich habe erlebt, wie diese Wesenheiten, wodurch diese Energien, wo arbeiten, sie haben mir hier hinten eine Operation gemacht. Ich hatte da noch eine Diskushernie, die war weg, von innen operiert. Als ich zurückkam, ging ich zu meinem Arzt, wo ich ihm das gezeigt habe. Er hat gesagt, nein, 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 das geht jetzt, das ist zu viel. Das ist wirklich, das geht nicht. Und als ich dann zu Hause war, war sehr erfüllt, es ging ja sehr gut. Auf einmal bekomme ich ein Telefon. Wortwörtlich, hä? Kein Problem. Das wollte zum Vortrag. Nein, ich bekam dieses Telefon und dann, es war jemand am Telefon, wo ich in Brasilien kennengelernt hatte. Und lustig war, dass diese Person, ich wusste, ich kennte ja diese Person nicht, die wohnte nur 4-5 Kilometer von mir entfernt in der Schweiz. Und die sagte mir so, hey Gian, ich träume jede Nacht von dir. Und dann habe ich ihm so gesagt, ja, du hast dich sicher verliebt in mich. Und er so, nein, ich bin ein Serb, sicher nicht. Weißt du? Und dann er so, ja, was träumst du dann? Er so, ja, weißt du, es gibt da so einen Mann in der Schweiz. Und ich träume immer, ich muss dich zu ihm bringen. Ich habe gedacht, ja, wie heißt denn dieser Mann? Als er mir den Namen von diesem Mann gesagt hat, ist mein Telefon am Boden gefallen. Ich habe vor mir ein Feuer gesehen brennen. Und diese Liebe, wo es mich überflutet, ich muss gerade gehen. Ja, und so war es, dass genau eine Woche später gab es eine Veranstaltung, eben einen Vortrag und eine Meditation in der Nähe von Luzern. Und ich ging dann dorthin. Claudia war auch dabei, weil in Brasilien war sie nicht dabei. Und es war spannend, als an diesem Abend, als ich dort war, wir kamen ein bisschen zu spät. Es war alles voll, 100 Plätze, es war alles voll. Und ich hatte immer ein bisschen Mühe, weil ich hatte nie so ein großes Interesse. Aber ich wusste, ich muss dorthin gehen. Ich wusste, ich spürte das. Und als ich dort dann diese Tür öffnete und alles voll war, kam ich fast in den Stress. Das kann jetzt nicht sein, Mann. Jetzt hat es keinen Platz und alles. Aber auf einmal sah ich da einen Mann in meine Richtung laufen. Ich konnte nichts machen. Mein Körper hat wieder, etwas hat mich übernommen. Ich bin in Richtung dieses Mannes, habe ihn umarmt und ich weiß auch, ich habe nur gesagt, endlich habe ich dich wieder gefunden. Das waren meine Worte. Und er so, ja, schon gut. Und dann sagt ihm, ja, aber es hat keinen Platz. Und dann sagt er, doch, doch, zuvorderst hat es zwei Plätze frei. Und dann habe ich gerade über, ja, wie weißt du, dass das unsere Plätze sind? Und er sagte, wieder eins geschlagen. Ja. Ich bekomme immer eins, einfach, dass ihr wisst. Ja. Und er sagte, weil sie es gesagt haben. Und ich sagte, okay, ist gut. Ich setze mich dorthin und dann fängt er den Vortrag an. Und ja, es war unglaublich, weil auf einmal war wieder diese Liebe da, wie ich in Brasilien oder eben, wenn diese Energie auch da, es war so unglaublich. Aber es wurde immer mehr und mehr und mehr. Ich konnte fast nicht atmen. Es nahm mir den Atem in dem Raum, wirklich. Ich konnte nicht mehr atmen. Spürte, wie das immer mehr wird. Und dann fing es an. Und ich so, was ist hier los? Es hatte Wirbelstürme. Wörtlich, Wirbelstürme habe ich wahrgenommen in diesem Raum. Und das Spannendste war, ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt hier in diesem Raum. Stellt euch vor, hier hat es eine Glaswand und auf der anderen Seite der Wand hat es nochmal einen Seminarraum. Und dort ist ein Wirtschaftsseminar, wo die Leute, und ich war dort und ich spüre das, wie können die das Seminar machen? Spüren sie das nicht? Ja, und das wurde immer intensiver, ich konnte fast nicht atmen. Auf einmal spürte ich, wie diese Winde, so genannt, in mich reinkamen und wieder raus. Ja, und dann weiß ich, dann machte der Mann vorne eine Vorführung und als ich das sah, erkannte ich, das habe ich immer in meinen Träumen gesehen.
Das wurde mir gerade bewusst. Und dann hat er so gefragt, ob jemand eine Frage hat. Ich habe keine Frage gehabt. Wirklich hatte keine Frage. Ich war so beschäftigt mit mir in dem Moment. Aber mein Körper wollte anders. Er ist aufgestanden. Was ist das für eine Energie? Wirklich. Und ich so, Mann, ey. Das bin nicht ich. Was passiert mit mir? Ja, als ich das sagte, müsst ihr euch vorstellen, er ging immer hin und her und redete zu den Leuten. Als ich das sagte, zum, der kam zu mir so. Du, immer du. Wirklich, gerade so. Das war wirklich so. Ja, aber etwas garantiere ich dir. Du wirst dich heute erinnern. Und ich so, boah, ich bin hingesessen. Dann war Pause. Ich konnte nicht aufstehen. Ich konnte nicht aufstehen. Ich war wie gelähmt, also wirklich, jemand hätte mich wie mit Kleber angemacht. Ich konnte nicht aufstehen. Ja, und das Nächste ist, wäre nach der Pause. Ich weiß nur noch das. Er ging auf die Knie, sagte, jetzt ist der Moment, wo ihr die Bereitschaft geben könnt. Ja, in dem Moment fing ich wieder an zu weinen. Ich ging auf meine Knie, ich weinte so und dann geschah etwas. Ich auf einmal spürte ich ein, für mich war es wie, ich wäre in Watte gewühlt. Es war alles hell, ein unglaubliches Licht. Und dann habe ich wahrgenommen, dass ich in diesem Licht laufen kann. Auf einmal, wo ich das erkannte, ich kann in diesem Licht laufen, hat sich gerade der Raum geöffnet. Ich machte ein paar Schritte und vor mir offenbarte sich ein Altar. Aber nicht so ein Altar wie in den Kirchen oder so. Es waren nur Steine. Ganz einfach. Wenn ich das so beschreiben sollte, vielleicht die griechische Mythologie, versteht ihr, kommt am ähnlichsten. Die Steine so. Genau diese weißen Steine. Aber aus diesen Steinen, oh, diese Kraft, die dort rausstrahlte. Und als ich diese Steine so anschaute und rausschaute, sah ich einen Kelch, der sich bildete. Und ich wusste, diesen Kelch nehme ich. Ich wusste es gerade. Ich habe diesen Kelch genommen. In dem Moment merkte ich, wie sich alles verändert. Ja, ich sah das Universum und diese Kraft. Es war so unglaublich. Es fühlte sich so, es war so, stellt ihr vor, wie eine Spirale. Aber ich konnte nicht in die Spirale, am Ende der Spirale gab es ein Licht. Ich konnte nicht reinschauen. Obwohl ich nicht in meinem physischen, ich konnte nicht schauen. Es blendete mich so. Ich war nur noch so, wirklich. Ich war am, es hat mich so stark übernommen in dem Moment. Und auf einmal mache ich so, boah, dann ist alles, also diese Weite und diese Unendlichkeit, wo ich wahrgenommen habe. Und unzählige Lichter. Ja, und die Lichter, die haben alle gesungen und geredet. Aber es waren alles andere Sprachen. Aber ich verstand alle Sprachen in dem Moment. Wisst ihr warum? Weil sie immer das Gleiche sagt. Sie sagten immer den gleichen Spruch, einfach in unendlich viele Sprachen. Und in der Mitte diese Wesenheit, dieses Licht. Als ich diese Wesenheit gesehen habe und dieses Licht, wo immer mehr zu mir kam, bin ich wieder auf die Knie. Und ich habe wieder angefangen zu weinen. Aber diese Wesenheit, steh auf! Sie hat mich genommen. Sie hat meine Hand genommen. Lang mich an, erinnere dich. Erinnere dich. Ja, und dann gab es eine Verschmelzung. Und Sie müssen sich vorstellen, in der nächsten Sekunde, genau als die Verschmelzung stattgefunden hat, macht jemand hier und ich so, ich bin wieder da in dem Raum und all die Leute. Und ich kam nicht klar, was ich im Moment sah dort alles. Und bei der Meditation ging es auch so, dass dann irgendwann die Leute nach vorne gehen durften. Und dann war es mein Moment, als ich dort vorne war. Eben, als sie so machten, hieß es, du darfst jetzt nach vorne gehen. Als ich vorne war, stand, gingen meine Augen nach oben. Dann habe ich auf einmal gesehen, dass diese Kraft, die ich vorher gesehen hatte, durch diesen Mann da wirkt. Und dann hat er angefangen zu reden in einer Sprache mit mir. Und ich habe diese Sprache verstanden, aber es hat in mir, es ist unglaublich, was es ausgelöst hat. Diese Energie hat nachher mir, sie haben mir an den Augen gearbeitet, das sind wie Lichter, die aufgegangen sind, oben. Der Körper, sie haben mir drei, vier Mal auf den Rücken geschlagen, mein Körper hat sich gerade gerichtet, es war schmerzhaft. Wirklich, krach, war gerade alles gerichtet. Und als es fertig war, hat mich diese Wesenheit genommen und hinter ihn, ihr müsst euch vorstellen, es hatte zwei Stühle dort, man hat mich dann hier auf diesen Stuhl gesetzt.
Und für mich war es dann so, meine Augen sind weg, und dann habe ich einfach einen Strom gespürt, eine Kraft, die einfach floss. Und diese Liebe, oh, das war unglaublich, und einfach floss. Ja, und auf einmal hörte ich so im Hintergrund, ganz weit im Hintergrund, jetzt ist der Moment, wo wir die Meditation beenden. Und dann habe ich gespürt, so wie, so, wie sich das legt. Ich bin dort, voll Tränen und alles. Dann kommt er zu mir und sagt, so, hat es dir gefallen? Das waren seine Worte. Und ich so, das war das, was ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Ja, du hast es nur ein bisschen Heimweh. Ja. Er hat mir dann gesagt, ciao, bitte wart schnell, wir müssen nachher miteinander reden. Dann sind alle gegangen, dann passierte noch etwas, ich saß ja da, dann schaute ich nach rüber und da saß eine Frau. Als ich die Frau sah, müsst ihr vorstellen, das Erlebnis, wenn man so etwas erlebt. Aber als ich die Frau dann noch sah, erlebte ich, wie aus dieser Frau ein Lichtstrahl zu ihm ging und dann wieder zu mir zurück. Und wo ich das einfach, nein, das jetzt auch noch nicht, jetzt habe ich mich noch verliebt und alles, in Sekunden. Dann saßen wir aber nachher da und dann, Claudia war auch da und dann sagte er eben zu Claudia, weißt du, Gianni wird jetzt dann mal bald so anfangen, wie ich zu arbeiten. Und für Claudia, für meine Partnerin, war das ein Schock. Sie sagte, was der, das kann nicht sein. Aber er hat ihr gesagt, er wird sich von so auf so verändern, du wirst das erleben. An dem Abend habe ich diese Öffnung erlebt. Und ab dem Moment ist diese Kraft da. Und ich war dann einen Monat lang, konnte ich nicht aufstehen, ich war nur zu Hause im Bett. Ich war teilweise tagelang weg. Aber Claudia wusste es und ich hatte das wirklich, mir ging es sehr gut, aber ich war nicht da. Ich war woanders. Spannend war, dass in dieser Zeit Claudia mir sehr viele Fragen gestellt hat und sie bekam unglaubliche Antworten dazu. Sie war immer sehr interessiert in der ägyptischen Mythologie. Ihre Fragen waren sehr schnell, wie wurden die Pyramiden gebaut? Und sie bekam die Antworten dann eben auch. Und nach diesem Monat, ich werde es nachher sagen. Nach diesem Monat war es so, dass ich eines Tages habe ich wirklich wieder gespürt, boah, jetzt bin ich wieder hier. Und dann war es so, dass ich auf einmal mein Körper hat angefangen wieder zu vibrieren und alles. Und jetzt passiert etwas. Dann habe ich Claudia gesagt, komm, hol mir das Telefon. Jetzt muss irgendetwas geschehen. Und dann sehe ich, dass das Telefon den Namen von eben der Person, wo ich das erlebt habe, dran war. Dann habe ich das Telefon abgenommen und dann sagt er, so, jetzt bist du wieder da. He? Dann hat er mir gesagt, heute Abend wäre eine Veranstaltung in Bern. Möchtest du kommen, helfen? Wäre schön. Und dann habe ich gesagt, sofort. Ja, und so ging das. Einfach für mich war das war für mich mit dieser Person, das ist eine unglaubliche Freundschaft, weil die Freundschaft ist, ich musste ihn nicht physisch kennen, ich kannte ihn so. Es war unglaublich. Und durch das haben sich sehr viele Sachen ergeben in den letzten Jahren. Und ein halbes Jahr so habe ich an vielen Veranstaltungen mitgeholfen. Und auf einmal kam er immer wieder, du, es ist Zeit, fang an zu arbeiten. Er sagt, ja, wie soll ich denn arbeiten? Was soll ich denn machen? Ja, gib dich zur Verfügung, dass diese Kraft kommt. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber wie soll ich denn das machen? Er sagt, du musst nur die Bereitschaft geben, der Rest wird gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann habe ich mal einen Raum genommen. Ja, aber einen Raum, aber keine Leute. Und dann habe ich immer ihm gesagt, ja, muss ich denn Werbung machen? Nein, du brauchst keine Werbung, du wirst sehen, es wird so kommen. Und dann, als ich diesen Raum gemacht habe, fiel mir auf einmal ein, von einem guten Freund, der hatte eine neue Freundin aus Deutschland. Und sie ist Yoga-Lehrerin, aber sie kannte keine Personen in der Schweiz. Und dann habe ich einfach den Impuls bekommen, komm, ich sage ihr, dass ich einen Raum für sie habe, dass sie Yoga machen kann. Dann habe ich ihr das erzählt, dann hat sie gesagt, ja, das ist ja super, dann werde ich meine neuen Arbeitskollegen einladen, ob sie zu mir ins Yoga kommen, vielleicht gibt es so ein bisschen etwas, dass ich jemanden kennenlerne. Ja, und so fing es an. Sie erzählte mir dann als ihre Chefin, an diesem Tag zu ihr ins Yoga kam. Ihre Chefin war eine unglaubliche, nein, das Kopfmenschen, also gar nicht im Gefühl. Als sie diesen Raum betrat, schaute sie gerade Tamara an und sagte, wer hat diesen Raum gemacht?
Sie sagt, ja, ein Freund von mir. Hast du ein Foto? Ich muss wissen, wer ist das? Ja, und die hat mir dann, es war wirklich, Tamara hat mir erzählt, sie hat ihr das Foto gezeigt von mir. In dem Moment, wo sie das Foto gesehen hat, hat sie angefangen zu weinen. Und sie hat gesagt, was sie im Körper, alles hätte vibriert bei ihr. Ja, und sie hat nur gesagt, ich muss ihn treffen sofort. Das war die erste Person, die kam. Eben, es wurde gefügt. Sie kam dann, und das war sehr spannend, weil ich sag's, sie hatte auch einen Tumor, aber niemand wusste das. Niemand wusste es. Sie wusste es schon, aber sonst niemand wusste es. Und als ich an ihr arbeitete, auf einmal kam so die Intuition, als sie durch die Intuition sagte mir, sie hätte hier, genau hier, das und das und das. Und dann fing sie es nochmal so an zu weinen. Das kann nicht sein. Wie kannst du das wissen? Das weiß niemand. Ja, und das Interessante war, dass nach der Behandlung, ich wusste ja nicht, das war das erste Mal so die Behandlung, ging sie nach Hause und sie hat mir dann erzählt, sie hatte 3 Tage lang so hohes Fieber. Sie musste sehr viel erbrechen auch und auf die Toilette gehen. Und sie hat dann ein paar Tage später eine Untersuchung beim Arzt. Und als sie beim Arzt war, hat man die Tests gemacht und der Tumor war weg. Er war weg. Und jetzt stellt er vor, sie telefoniert mir und sagt mir das. Und ich so, wow, er ist einfach weg. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die hat das erzählt. Dann kommen Leute, die auch einen Tumor haben. Dann arbeite ich dort, aber der Tumor ist nicht weg. Dann habe ich immer überlegt, habe ich etwas falsch gemacht? Es ist doch immer wie, ich gebe meine Liebe hin und dann fließt es. Und dann auf einmal habe ich wie verschiedene Sichtweisen bekommen. Und dann habe ich auf einmal gesehen, aha, bei der anderen Frau war es so, die wollte mit diesem Tumor etwas aufzeigen. Das war gar nicht für sie gedacht. Das war, um etwas aufzuzeigen. Bei der anderen Frau, wo jetzt da war, die möchte diese Erfahrung machen. Wie geht man mit so einer Situation um? Desto mehr fing das an mit der Zeit. Diese Energie manifestierte sich immer mehr in Worten. Es war, müsst ihr so vorstellen, es ist wie wenn man eine neue Sprache lernt. Das braucht auch Zeit. Und heute ist es so, wenn die Leute kommen, es ist nicht so, dass ich es sehe. Ich fühle es. Aber ich fühle das, was sein darf. Und den Rest ist egal. Weil für mich ist es nicht relevant, was eine Person hat. Weil sie wissen es. Sie wissen, sie kennen die Geschichten von jedem. Was ist, was gewesen ist und was sein kann. Und diese Energien möchten die Menschen dort auf ihrem Lebensweg unterstützen, dass sie mehr und mehr in ihrer Kraft sind. Dass sie mehr und mehr ihren Weg gehen können. Dass sie mehr und mehr zu sich selber stehen können. Durch das hat sich nachher das fing an. Am Anfang waren es Einzelsitzungen. Nachher ging es weiter. Gianni fing an mit Meditationen. Am Anfang waren es nur Meditationen. Die Leute kamen rein, lagen sich nur hin auf eine Liege. Das heißt, während der Meditation, die Energien gingen zu den Leuten, arbeiteten daran. Später kam, dass es anfing zu sprechen. Nachher kam, so, jetzt fangen wir an mit Seminaren. Dann habe ich angefangen, eben so Wochenseminare in Zypern zu machen. Habe mich auch gefragt, warum Zypern? Ich wurde auf eine Reise geschickt nach Israel. Und als ich in Israel war, haben sie mir eben gesagt, es ist Zeit, eben diese Seminare zu machen. Und als ich zurück war, fragte mich immer, ja, wo soll ich denn das machen? Und wie es ist, wenn man es nicht sucht, ist alles schon gemacht. Es hat sich gerade ein Bild gezeigt, ein Ort. Ich habe gerade gespürt, das ist der richtige Ort. Ich habe dort ein Telefon gemacht. Ein Telefon. Die Frau hat alles organisiert. Und als ich dort ankam, war spannend, habe ich gespürt, eine Präsenz. Und diese Präsenz hat mich immer begleitet, auch in der Praxis, als ich arbeitete. Und dort sah ich ein Foto und als ich das Foto sah, wusste ich genau, wer diese Präsenz ist. Und diese Präsenz lebte auch in Zypern und hat dort auch sehr, sehr viele Menschen eben auch unterstützt. Ja, und so hat sich eben das so ergeben. Das ist meine Geschichte. Habt ihr eine Frage?
Danke. Also, jetzt müsst ihr das mal so anschauen. In dieser Geschichte, die ich jetzt euch erzählt habe, ich habe euch meine Geschichte erzählt, wie sie ist. Aber wisst ihr, in der Geschichte drin war es ein Prozess nach dem anderen. Und diese Prozesse zu durchgehen, und es ist nicht fertig, weil wir gehen immer weiter. Wenn jemand kommt und sagt, es ist fertig, dann wisst ihr, dass er am Anfang ist. Weil es geht immer weiter. Entfaltung entfaltet sich immer mehr und mehr. Wir sind Bewusstsein und dieses Bewusstsein darf sich auch immer mehr im eigenen Bewusstsein widerspiegeln. Dann erkennt es, dass es eigentlich unendlich ist. Und in diesen Prozessen, alles kam hoch. Jede Angst kam hoch. Alle Themen kamen hoch. Teilweise eben, wenn ich am Anfang nicht in die Psychiatrie wollte, nachher war es noch schlimmer. Weil ich war teilweise dort, jetzt müsst ihr euch vorstellen, auf einmal fangen Stimmen mit euch zu sprechen und nicht nur die Stimmen, die angenehm sind. Und am Anfang war das für mich ein Kampf. Und ich verstehe jeden, der Angst hat von Bildern oder von Stimmen. Weil das ist auch natürlich. Aber irgendwann in diesem Prozess wurde mir immer bewusster, es gibt einen anderen Weg. Und dieser Weg wäre, wenn man in Liebe diesen Weg geht. Und als diese Stimmen kamen, wollte ich sie nicht mehr wegschicken. Ich habe sie respektiert. Ich habe den Stimmen mein Gehör geschenkt, meine Liebe. Ich habe ihnen gesagt, ja, ihr dürft auch sein. Aber ich habe die Wahl, wie ich weitergehen möchte. Und auf einmal habe ich etwas erkannt, dass diese Stimmen mich eigentlich unglaublich auf einen Weg unterstützt haben. Sie haben mich versucht, dass ich in meiner Kraft bleibe. Jede Situation, die wir erleben, schenkt uns immer, immer einen Grund und einen Sinn. Nur die meisten Menschen, wenn sie in einer Situation sind, wo sie Mühe haben, was machen sie dann? Sie suchen sehr schnell den Grund. Wisst ihr warum? Weil sie sehr schnell die Schuld abgeben möchten. Wegen dem ist es so. Oder wegen ihr ist es so. Ich habe keine Schuld. Ich mache alles richtig. Aber etwas kann ich euch mitgeben. Es gibt keine Zufälle. Jede Situation, die geschieht, geschieht in dem Moment für euch, weil ihr genau in dieser Situation seid. Es ist euer Thema, genau jetzt, wo ihr drin seid. Und wenn ihr diese Situation so anschaut, nicht den Grund sucht, wo ihr abgeben möchtet, nämlich versucht, die Situation anzunehmen, in der Form, ja, es ist jetzt so. Es ist vielleicht nicht angenehm, aber das ist die Wahrheit in diesem Moment. Und dann vielleicht noch einen Schritt weiter geht, in der Form, dass ihr es euch sagt, was möchte mir diese Situation geben? Was möchte mir diese Situation schenken? Dann kommen wir in die Form, dass wir erkennen, dass jede Situation uns eben einen Grund und auch einen Sinn hat. Und der Sinn ist immer das, was ihr bekommt. Der Sinn ist immer das Geschenk, wo in jeder Erfahrung drin ist, dass ihr die Erkenntnis daraus ziehen könnt. Aber wenn ihr die Situation nicht möchtet, dann wird es sehr schwierig, den Sinn zu erkennen. Wenn ihr etwas nicht möchtet, das hat jeder schon von euch erlebt, wenn ihr etwas nicht haben wollt, was passiert, dann kommt es immer mehr. Alles, was ihr in eurem Leben nicht wollt, das zieht ihr gerade an. Alles, was ihr wollt, geschieht auch nicht. Wisst ihr warum? Stellt euch mal das so vor. Stellt euch mal das so vor, ich nenne es jetzt Gott. Jeder darf es so nennen, wie er möchte. Jeder ist frei. Gott gibt dir das danach, was du bittest und fragst. Aber das Wichtigste ist das, wie ihr fragt. Wenn ihr fragt, ich will das, bedeutet das, ich habe es noch nicht.
und Gott wird euch den Spiegel schenken, dass ihr erkennt, dass ihr es nicht habt. Wenn ihr aber in der Form es so fragt, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, in Dankbarkeit, und ich weiß, dass das, was ich da suche, nicht da ist, nämlich in mir, dann wird euch Gott, die Quelle, die Kraft, das Leben, wie man es nennen möchte, die Möglichkeit schenken, es zu erfahren. Aber es gibt ein Aber. Jeder von euch hat einen Lebensweg. Jeder. Ich habe vorhin meinen Weg euch offenbart. Jeder von euch hat einen Weg. Und mein Weg ist nicht wertvoller als einen anderen, weil alle Wege genau gleich wertvoll sind. Jedes Wesen ist genau gleich wertvoll. Es gibt nicht ein Wesen, das mehr oder weniger ist. Wir denken, eines ist mehr oder weniger. Darum erfahren wir das so. Aber die Liebe ist Liebe. Und die ist in jedem. Jeder von euch ist vollkommen. Jeder. Sogar eine Situation, die ihr verurteilt, ist vollkommen. Die Frage ist immer, aus welcher Seite, dass ihr sie anschaut. Das Leben schenkt uns immer wieder diese Möglichkeiten, immer, wo wir drin sind, es zu erkennen. Ich möchte euch etwas fragen. Habt ihr heute Nacht gut geschlafen? Wie habt ihr geschlafen heute Nacht? Zu kurz. Wie ging es euch die letzten Tage? Habt ihr etwas gespürt? Wart ihr ein bisschen emotional oder teilweise vielleicht, es gab Momente, wo ihr vielleicht ja, nicht gerade so in eurer Kraft war. Wie war es so die letzten Tage? Einfach, dass ihr wisst, und das möchte ich euch mit jetzt auch teilen, das, was heute hier ist, das ist nicht jetzt hier. Ab dem Moment, wo ihr Ja gesagt habt, ab dem Moment hat diese Kraft, diese Energie euch angefangen zu unterstützen. Wer ist diese Kraft? Diese Kraft ist alles, was existiert, nicht existiert, weil es existiert. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, nicht vorstellen könnt und wieder in der Vorstellung wahrnehmen könnt. Für jemand ist diese Kraft ein Engel. Für einen anderen ist diese Kraft ein Heiliger. Für jemand anders ist es ein Tier. Für jemand anders ist es eine Fee. Für jemand anders ist es ein Einhorn. Diese Kraft drückt sich so aus in dem Moment, was ist. Sie darf euch und sie möchte euch eben auch dort so unterstützen auf eurem Weg. Jeder von euch hat ein Geschenk. Und das Geschenk ist das, erkennt in euch, dass ihr immer die Wahl habt. Immer, in jedem Moment. Nur manchmal vergisst ihr das. Und das bringt euch nämlich in Situationen, wo es für euch eng wird. Wo ihr nicht mehr wisst, wie ihr weitergehen sollt. Jeder von euch hat die Wahl. Immer, in jedem Moment, auch wenn es aussichtslos erscheint, schenkt euch die Wahl in der Offenheit, dass es eben auch vielleicht anders sein kann. Weil jede Situation kann anders sein. Aber wisst ihr wann? Erst dann, wenn ihr bereit seid, die Situationen auch anzunehmen. Und nehmt sie auch an. Alles, was ihr in eurem Leben nicht verändern könnt, in dem Moment, sagt, ja, es ist so. Es ist so, wie es ist. Sehr viele Menschen, sehr viele, ich weiß es, sie sind Träumer, sagen wir da. Sie leben nicht in der Realität, wo wir hier sind. Sie gehen sehr stark teilweise in Formen rein, wo sie, ja, das hat nichts zu tun. Es ist wichtig, dass ihr realistisch seid. Schaut hin, wirklich, schaut die Sachen an. Wir sind schon in dieser Zeit und wir werden die nächste Zeit, wird es sehr intensiv werden für die Menschheit. Jeder spürt das schon, die Veränderungen, die kommen. Sie werden individual wie global, werden sie sich immer mehr und mehr zeigen. Und da ist es sehr wichtig, dass genau in Zeiten der Krisen, dass ihr nämlich nicht nach außen sucht,
dass ihr nach innen geht. In euch ist die Kraft. In euch ist die Liebe. Versucht euch Momente zu geben, immer wieder, dass ihr bei euch sein könnt. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie man es machen könnt. Am Morgen, wenn ihr aufsteht, bevor dass ihr in den Tag geht, bevor dass ihr etwas macht, atmet 3-4 Mal tief ein und aus. Einatmen, ausatmen. Bedankt euch, dass es ein neuer Tag ist. Dankt eurem Körper, auch wenn er nicht so funktioniert, wie ihr möchtet, dass er euch heute tragt. Danke vielmal, dass ich heute aufstehen kann. Dankt eurem Verstand, auch wenn der Verstand euch manchmal zum Zweifeln bringt. Danke, dass ich denken darf. Dankt euren Gefühlen, auch wenn sie euch teilweise auch wieder in die Verzweiflung bringen. Dass ihr fühlen dürft. Dann, wenn ihr das gemacht habt, steht auf, setzt euch auf einen Stuhl, atmet wieder tief ein und tief aus. Und bedankt euch auch nochmals, dass dieser Tag euch die Möglichkeiten schenken wird, dass ihr so sein könnt, wie ihr seid, nicht wie ihr werden wollt, weil ihr seid schon. Jeder von euch ist schon. Wisst ihr, sehr viele Menschen denken, sie müssen etwas lernen. Lernen ist etwas Schönes. Aber wenn ich davon ausgehe, dass ich es lernen muss, gehe ich davon aus, dass es nicht in mir ist. Dann werde ich immer über den Kopf arbeiten wollen. Versucht es mal so zu sehen. Alles, was existiert, existiert schon. Es gibt nichts Neues. Wisst ihr, in der Esoterik redet man jetzt sehr stark, wir gehen in die 4. und 5. Dimension. Wisst ihr, die 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., ich könnte jetzt unendlich zählen, existieren alle schon. Wir sind immer schon dort. Wir werden uns aber bewusst mehr und mehr von dem, was ist. Und das ist genau das, was wichtig ist. Wenn ihr nicht zu euch steht, dann wird die nächste Zeit nicht so einfach. Wisst ihr warum? Weil ihr könnt euch nicht mehr anlügen. Bis anhin ging es noch gut, aber jeder von euch wird immer feinstofflicher und durch das wird es immer schwieriger, es zu vertuschen. Und wenn ihr nicht zu euch steht in eurem Alltag, werdet ihr die nächsten Tage irgendwann wütend sein, frustriert sein und genervt. Aber nicht wegen den Leuten, die um euch sind und nicht wegen den Situationen, wo ihr seid, weil ihr nicht zu euch steht. Steht zu euch. Nehmt euch an. Alles, was ihr in euch trägt, es ist okay, so wie es ist. Sehr viele Menschen wollen eben nämlich immer nur die eine Seite sehen. Versteht ihr? Das ist wie das Gleiche. Das erleben wir auch sehr viel bei Meditationen. Sehr viele wollen immer nur Harmonie. Harmonie, nur Liebe. Wisst ihr, was die Liebe ist, wenn man von Liebe spricht? Die Liebe ist alles, was existiert. Es gibt nichts außerhalb der Liebe. Die Menschen sehnen sich nach Geborgenheit. Aber es ist wichtig, dass sie erkennen, alles hat seine Richtigkeit. Alles darf sein. Es gibt keine schlechten und guten Erfahrungen. Es gibt nur Erfahrungen. Die Frage ist immer, wie ihr es anschauen wollt. Wenn wir jetzt die Menschheit beobachten, einfach mal kurz, sehen wir ein Bild, das nicht einfach ist zu verstehen. Wir leben hier im 21. Jahrhundert und immer noch, gibt es Leute, die nichts zu essen haben. Immer noch gibt es Leute, die missbraucht werden. Immer noch werden jeden Tag Leute umgebracht, weil sie nicht so denken dürfen, wie sie wollen. Wenn wir weiter so gehen und ihr die Situationen verurteilen und jeder von euch weiß, was er verurteilt, spielt keine Rolle was, dann ändert sich nichts. Es ist sehr wichtig, dass ihr in euch eine Offenheit gibt, auch euren Mitmenschen, wenn sie anders denken.
wenn sie anders leben, wenn sie andere Gedanken ausleben, vielleicht auch, wenn sie andere Taten vollbringen. Aber in der Form, weil wisst ihr, was jetzt ist? Das ist das Resultat aus unserer Geschichte. Und wenn wir unsere Geschichte jetzt wieder verurteilen, wisst ihr, wie die Zukunft sein wird? Wieder das Resultat aus dieser Geschichte. Wenn wir aber bereit sind, in der Geschichte, wo wir jetzt drin sind, die Situationen eben nicht mehr zu verurteilen, nämlich wir nehmen sie an, wir respektieren sie. Es bedeutet nicht, dass ihr sie gutheißen sollt, aber respektiert sie. Weil jeder hat eine Geschichte. Er hat eine Geschichte und so lebt er seine Geschichte. Sie hat eine Geschichte und sie lebt ihre Geschichte. Auch wenn sie gegensätzlich sind, sind sie nicht richtig oder falsch. Es sind zwei Ausdrücke der Geschichten. Wenn wir so mit unseren Geschichten umgehen würden, dann könnten wir enorm voneinander profitieren. Wir würden uns respektieren. Wir würden miteinander weitergehen und unsere Gesellschaft würde sich entfalten. Nur leider, leider, es sind nicht die anderen, die verurteilen. Jeder ist der, der verurteilt. Schaut hin, wo ihr eure Keile macht in euch. Schaut hin, was ihr nicht mehr wollt und was ihr wollt. Dort seht ihr sehr schnell, was ihr verurteilt. Weil wenn ihr etwas wollt oder etwas nicht mehr wollt, dann seid ihr nicht im Reinen. Wenn ihr aber sagt, danke vielmals für das, was ich hatte, aber heute bin ich bereit, weiterzugehen, dann geht ihr frei mit den Situationen. Wenn es euch nicht gut geht, in Krankheiten, in Trauer oder wo ihr seid, versucht nicht schon dort zu sein, dass es euch gut geht. Weil sonst wird die Distanz euch fertig machen. Versucht dorthin zu gehen, dass ihr im Moment auch traurig sein dürft. Oder wenn ihr jetzt krank seid, ja, ich bin krank. Ich stehe dazu, es geht mir nicht gut jetzt. Aber das Wichtigste ist, wie möchte ich weitergehen und sich dort unterstützen. Und im Weitergehen ist es wichtig, das zu erkennen, dass es immer weitergehen kann. Es kann immer weitergehen. Das Leben geht immer weiter. Auch wenn wir denken, es geht nicht mehr weiter, dann geht es auch noch weiter. Jeder von euch, jeder, hat schon gedacht, ich weiß nicht mehr weiter. Und wo steht ihr? Es ist weitergegangen. Bei jedem. Sogar es geht so weit, dass wenn ihr an den Punkt kommt, dass der Körper nicht mehr mag, dass es nicht mehr möglich ist, auch dann geht es weiter. Aber ich bin nicht hier, um zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Leben gibt. Weil wisst ihr warum? Jeder von euch wird es dann sehen. Und heute sind wir in der Zeit, dass es ja sowieso, man muss es gar nicht mehr beweisen, weil es überall Offenbarungen gibt. Immer mehr Leute berichten von Situationen, die sie eben erlebt haben. Immer mehr, dass es eben auch weitergeht. Macht diese Klammer in euch auf. Was bedeutet das, wenn das Leben tatsächlich weitergehen würde? Was bedeutet das? Das würde alles verändern. Und stellt euch vielleicht noch vor, was wäre sogar, wenn ihr alles mitnimmt? Jeden Gedanken, jedes Gefühl und jede Bewegung. Wenn ihr alles mitnimmt, das würde alles verändern. Seid achtsam, wie ihr mit euch umgeht. Seid kritisch, aber nicht zu kritisch. Macht das, was für euch dienlich ist, und den Rest lasst sein. Es ist Zeit. Es wurde immer schon gesagt und es wird immer wieder gesagt. Liebt euch. Sucht die Liebe nicht im Außen. Ihr seid die Liebe. Ihr seid die Liebe. Nicht der Mensch, der Partner, die Arbeit ist die Liebe. Sie spiegelt nur eure Liebe wieder zurück. Wenn ihr etwas im Außen sucht, erkennt, dass es in euch ist. Und dann werdet ihr es spüren. Aber wisst ihr, wie es spüren wird? Nicht, dass ihr gerade die Liebe spürt. Sobald, dass ihr die Bereitschaft gebt, es in euch zu erkennen, wird euch das Leben eine Möglichkeit schenken, dass ihr die Liebe in euch erfahren könnt. Das heißt, ihr werdet genau dort, wo die meisten sich nicht lieben, die Möglichkeit bekommen, sich zu lieben.
Ich möchte hier ein Beispiel schnell erzählen. Es ist mal eine Frau gekommen in die Praxis und sie hatte sehr starke Zweifel mit sich selber. Sie liebte sich nicht. Dann fragte sie mir, ich zweifle immer an mir, ich liebe mich nicht. Dann habe ich ihr gesagt, die Liebe ist schon in dir. Gib die Bereitschaft, die Liebe auszudrücken, dann wirst du diese Liebe spüren. Dann sagte, wie meinst du das? Dann sagte, gib die Bereitschaft und du wirst die Möglichkeit bekommen, diese Liebe mit jemandem auch zu teilen können. Sie ging, nach einem Monat kam sie wieder. Und dann habe ich gesagt, und ist etwas passiert? Nein, nichts. Und dann habe ich die Intuition bekommen, doch, es gab eine Begegnung. Und dann habe ich sie mal gefragt, bist du sicher, dass nichts passiert ist? Dann hat sie mir etwas gesagt. Sie hat gesagt, ja, schon etwas. Dort, wo ich wohne, ist eine neue Frau eingezogen. Die nervt mich jeden Tag. Dann habe ich sie angeschaut. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Dort zu lieben, wo man schon liebt, ist sehr einfach. Aber dort zu lieben, wo man nicht liebt, dort ist das Potenzial. Die Wesenheiten, das ist das, was sie immer sagen. Das, was du liebst, segne es. Das, was du nicht liebst, segne es zweimal und bedanke dich. Weil dort bekommen wir die Möglichkeit, genau die Liebe auszudrücken. Ich habe ihr das offenbart. Er sagt, ja, aber die nervt mich, das kann nicht sein. Er sagt, gib die Bereitschaft, eine Offenheit, dass es sich verändern kann. Sie hat einen Schritt gemacht, das heißt, sie hat ihr Ego auf die Seite gestellt für einen Moment und hat etwas gewagt. Für sie war das unglaublich, dieses Erlebnis, weil diese Frau ist älter als sie. Und diese Frau, sie hatte eine Mutter, aber hatte nie ein Verhältnis zu ihrer Mutter. Und die Frau, die jetzt dort eingezogen ist, das ist ihre Mutter in einem anderen Körper. Sie hat dort die Verbindung zur Liebe gespürt. Und durch dieses, nur dieses Kleine, versteht ihr? Sie hat versucht, einen Schritt dort zu machen, hat sie auf einmal erkannt, wenn ich den Schritt dort mache, dann kann ich ihn überall machen. Heute, wenn ich sie sehe, es berührt mich immer wieder. Nicht wegen mir, wegen ihr, weil sie ihren Weg so gehen kann. Weil ich spüre, wie sie in ihrer Kraft ist, aber weil sie das gemacht hat. Wisst ihr, jeder kann nur den eigenen Weg gehen. Wenn ihr wirklich denkt, dass ihr irgendwo hingeht und jemand kann euch etwas wegnehmen, dann ist es eine Illusion. Es ist nicht möglich. Und man kann auch nichts löschen, auch wenn man es gern möchte. Weil löschen würde bedeuten, wir löschen die Wahrheit. Die Wahrheit könnt ihr nicht löschen. Wisst ihr warum? Kann man Energie zerstören? Was denkt ihr? Nein. Ihr könnt die Energie, Bewusstsein könnt ihr nicht zerstören. Aber ihr könnt Bewusstsein wandeln. Und wenn man bereit ist, das ist der Schlüssel, die Situationen eben anzunehmen, egal wo man drin ist. Anzunehmen, dass man Mühe hat. Das Wichtigste ist mal, dazu stehen, ich habe Mühe. Und sich nicht einreden, ich habe keine Mühe, ich habe keine Mühe. Und immer wieder kommt der Kampf, dass man dazu steht. Ich habe Mühe mit dieser Situation, aber ich gebe die Offenheit, dass es eben auch anders sein könnte, weil es ist ja möglich, wenn ich nach links und nach rechts schaue, sehe ich ja auch Menschen, die mit diesen Situationen umgehen. Und wirklich, wir sind nicht alleine. Das ist sehr wichtig, dass wir voneinander profitieren. Wir können sowieso nur so weitergehen. Nur wenn wir weitergehen, sonst geht es nicht. Alleine schafft man nichts. Wenn zwei in meinem Namen sind, dann werde ich bei ihnen sein. Versteht ihr? Im Wir, dann können wir weitergehen. Und das ist sehr wichtig, dass ihr euch, wenn ihr nicht mehr weiß, geht und fragt um Unterstützung. Aber schämt euch nicht. Es gibt nichts zu schämen. Weil heute ist es vielleicht so, habt ihr Mühe. Aber morgen geht es euch vielleicht gut und hat die andere Person Mühe. Und wenn ihr miteinander, dann geht man miteinander diesen Weg. Schenkt euch das, wirklich. Und einfach, dass ihr wisst, die nächste Zeit wird, alle Schattenseiten kommen hoch, alle kommen hoch. Und alles darf hochkommen. Versucht es als Chance zu sehen. Chance für die Menschheit, Chance für jeden selber, neue Wege zu gehen,
neue Möglichkeiten zu gehen, so eine Realität zu erschaffen, dass wir wohl sind, in unserem Bewusstsein, dass wir Freude haben, dass wir miteinander weitergehen können, dass es dort wirklich Perspektiven gibt. Und wisst ihr einfach, wir sind hier sehr gesegnet, wo wir leben. Sehr gesegnet. Wir können an anderen Orten leben, wo es keine Perspektiven gibt. Und denkt ihr, dass es ein Zufall ist, dass ihr hier seid? Wer denkt, dass es ein Zufall ist, soll die Hand hoch. Denkt jemand, dass es ein Zufall ist? Okay. Wer denkt, dass es kein Zufall ist? Wisst ihr was? Es ist ein Zufall und kein Zufall. Wisst ihr warum? Es gibt wirklich Seelenausdrücke, wo es dem Zufall lassen, wo sie inkorporieren. Das gibt es. Wisst ihr, es gibt Menschen, die können sich nicht entscheiden. Versteht ihr? Das gibt es. Wenn ein Mensch sich nie entscheiden kann, kann er sich nämlich auch seelisch nicht entscheiden. Das bedeutet, dass er eigentlich nicht entscheidet, er lässt die Situation entscheiden. Aber die meisten wählen bewusst, wo sie hingehen möchten. Weil sie wählen in der Form, wisst ihr, jedes Leben, wo ihr auch gewählt habt, das hat einen Sinn. Der Sinn ist euer Seelenplan in diesem Weg, das, was ihr leben möchtet und erreichen möchtet für euch. Das ist vielleicht nicht immer das, was man auf der irdischen Seite dann sieht. Weil vielleicht möchte man dann eben irdisch einen anderen Weg gehen. Darum habe ich am Anfang eben auch gesagt, wenn es Situationen gibt, verstehst du, wenn ihr etwas visualisieren oder fokussieren möchtet, dass es so kommt und es nicht kommt, zweifelt nicht, dass ihr etwas falsch macht, dann liegt es einfach nicht auf eurem Seelenplan. Es bringt nichts. Wenn ihr hier seid und ein Maler seid und ein begnadeter Maler in eurem Talent, müsst ihr nichts falsch verstehen, dann bringt es nicht, wenn ihr Maurer seid. Aber leider ist es so, versteht ihr? Ich erlebe das immer wieder. Die Leute fragen mich, Gianni, was ist meine Gabe? Ich möchte wissen, was ist meine Gabe? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Deine Gabe ist dort, wo du nicht suchst. Dort, wo du nicht suchst. Wisst ihr, was die Gabe ist in euch? Das Natürlichste, wo existiert. Weil dort fließt es. Nur machen wir immer den Vergleich der Gaben. Wir denken, das ist mehr wert als das. Das ist mehr wert als das. Ich hatte mal eine Frau, die kam zu mir in die Praxis. Ich bin unglücklich, John. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe einen Top-Job. Sie war eine Anwältin. Top-Salär, alles, Top-Haus, alles. Ich bin einfach unglücklich. Dann habe ich sie gefragt, was machst du denn gerne in deinem Alltag? Ja, am liebsten freue ich mich, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, wenn ich das Haus putzen darf. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, und warum fängst du nicht Häuser an zu putzen? Ja, Gianni, das geht nicht, ich bin eine Anwältin. Ja, aber wo hast du Freude? Dann hat sie gesagt, ja, du hast schon recht. Also, lass dir das mal ein bisschen wirken in dir. Und ein paar Tage später, ging es sehr schnell, hat sie sich bei mir gemeldet und gesagt, du, ich habe jetzt einen kleinen Nebenjob angenommen. Ich gehe einen Nachmittag in der Woche putzen. Wisst ihr, heute ist es so, sie arbeitet nicht mehr als Anwältin. Heute hat sie ein Putzinstitut gegründet, mit anderen Frauen und Männern auch, wo sehr liebevoll Häuser putzen. Und die Leute, die in den Raum gehen, wo sie geputzt hat, sie putzt nicht einfach den Boden. Der Raum ist gereinigt. Das ist genau das. Und versteht ihr, das ist genau dieses Beispiel. Für sie war es auch schwierig am Anfang. Hey, sie hat eine Karriere gemacht, sie hat alles gemacht und alles. Viele degradieren immer noch in der heutigen Zeit bestimmte Arbeiten. Aber wisst ihr, das spielt keine Rolle. Es geht nicht darum, was man macht. Es geht darum, wie man es macht. Und wenn man es in Liebe für sich macht, dann lebt es. Und wisst ihr, was das Wertvollste ist in eurem Leben? Was denkt ihr? Das Wertvollste in eurem Leben, was ist das? Zeit. Zeit gibt es nicht. Du meinst nur. Hä? Leben wirst du noch mehrere haben.
Ja. Das Wertvollste in eurem Leben ist die Freude an eurem Leben. Das ist das Wertvollste. Wenn ihr geht, geht es nur um die Freude in Liebe, die ihr gehabt habt. Das ist es. Die Freude. Und darum, wenn ihr in eurem Leben seid, fragt euch, was euch Freude macht und was euch nicht mehr Freude macht. Sagt Danke. Nicht, ich will es nicht mehr. Danke. Aber geht dorthin, wo ihr Freude habt. Wisst ihr das noch? Jeder von euch weiß das als Kind oder vielleicht auch jetzt. Schaut mal einem Kind zu, wenn sie spielen. Wenn sie in ihrer Freude sind. Versteht ihr? Wisst ihr noch als Kind, wenn ihr spieltet und auf einmal, hey, es ist schon Abend. Wart ihr müde? Nein. Das haben wir vergessen. Es geht um das. Wir sollten wieder werden wie Kinder. Das ist es. Versteht ihr? Das Leben in der Form zu sehen. Aber heute am Mittag kam es genau, es war spannend. Wisst ihr, das Leben könnte man so betrachten wie ein Spiel. Das Spannende ist das, oder Belastende. Wenn man ein Spiel spielt und man kennt die Spielregeln, dann macht das Spiel Spaß. Wenn man ein Spiel spielt und die Spielregeln nicht kennt, dann ist man dem Spiel ausgeliefert. Aber ich werde euch etwas sagen. Die Spielregeln waren die ersten Botschaften, die offenbart wurden hier an diesem Ort. Hier, auf dieser Erde. Die Spielregeln werden immer wieder offenbart und die Spielregeln werden die letzten sein, die offenbart werden. Die Frage ist nur, ob ihr die Spielregeln hören möchtet oder nicht. Wer sehen möchte, der sieht. Wer hören möchte, der wird hören. Wer aber nicht sehen möchte, muss auch nicht sehen. Und wer nicht hören möchte, muss auch nicht hören. Es ist jedem frei, sein Leben so zu leben, wie er möchte. Aber seid euch einfach bewusst, jeden Schritt, wo ihr macht, erzeugt eine Konsequenz. Immer. Ihr könnt gar nicht anders. Immer. Jeden Schritt, wo ihr macht, ergibt eine Konsequenz. Wenn ihr aber wisst, dass ihr in der Konsequenz lebt, dann wisst ihr, dass ihr in der Konsequenz auch wieder einen anderen Schritt machen könnt. Versucht, die Situationen, wo ihr drin seid, die Konsequenz, nicht als belastende Situation zu sehen. Versucht sie als Chance für euer Weitergehen zu sehen. Versucht sie so zu sehen, dass ihr dort weitergehen könnt, dass ihr immer mehr und mehr, wisst ihr, wohin geht die Reise? Was denkt ihr? Wohin geht die Reise? Habt ihr euch noch nie gefragt? Zu vollkommen. Das nächste Leben. Die Reise geht zu euch. Das Schönste, was man erleben kann im Leben, ist, wenn man sich selber gegenübersteht. Wenn man sich voll annimmt, so wie man ist, dann fließt es. Dann ist es so. In dem Moment, dann darf es sein, dann spielt nichts mehr eine Rolle. Weil dann hat man vielleicht im Außen nichts, aber man hat alles. Und wer alles hat, der wird immer alles haben. Wer nichts hat, dem wird es noch genommen. Ihr könnt immer wieder euch dort eben auch bestätigen. Es kam eine Frage betreffend den Pyramiden. Also, stellt euch mal vor, alles, was existiert, ist Energie. Alles. Es gibt nichts außer Energie. Es sind verschiedene Schwingungen und Dichtungen, die es gibt. Wir hier leben an einem Ort, in einer Dimension, die endlich ist, in einer Realität, die unendlich ist. Das ist eine der Realitäten. Es gibt noch mehrere. Sieben sind die Realitäten. In diesen sieben Realitäten gibt es wieder unendlich viele Dimensionen, die sich immer wieder spiegeln. Hier in dieser Dimension, wo wir drin sind, haben wir die Möglichkeit, in der Form der Erfahrung das Leben zu erleben. Für viele ist es ein Segen, für viele ist es die Hölle. Weil, wie man eine Erfahrung macht,
kann sie einem eine riesige Erkenntnis ergeben, aber sie kann einen auch sehr verstricken. Darum gibt es immer wieder Familiengeschichten, die sich immer wiederholen und in die Ewigkeit wiederholen. Jetzt ist es aber so, die Erde ist auch ein Wesen, wie wir. Die Erde, das, was ihr draußen als Erde schaut, das ist der Körper des Erdwesens. Und wir leben in diesem Wesen und dieses Wesen hat uns die Möglichkeit geschenkt, ein Teil des Erdkörpers zu sein. Das ist das Erdenkleid, das wir, wenn wir möchten, eine Erfahrung hier auf diesem Planet machen können. Oder es gibt auch noch unendlich andere Orte. Aber die Erde war nicht immer so. Die Schwingung ist nicht immer die gleiche. Die Schwingung verändert sich. Jetzt erleben wir eine Zeit, wo wir wieder feinstofflicher werden. Aber wisst ihr, es gab eine Zeit, die war noch viel feinstofflicher als diese Zeit. Es gab mal eine Zeit hier auf der Erde, wo die Menschen, direkt jeder Mensch mit der Quelle immer gerade verbunden war. Aber in der Verbundenheit, dass er sogar so sich bewusst war, dass alles Energie ist und diese Energie auch manifestieren konnte. Nur hat irgendwann, und jetzt müsst ihr wissen, die Wesen, die hier waren, die haben irgendwann eine Wahl getroffen. Sie haben die Wahl getroffen in der Form, dass sie es für sich gesagt haben, wenn wir aber immer in dieser Form sind, können wir das Leben nicht mehr so erfahren, weil es nicht mehr so dicht ist. Darum haben sie gewählt, aus dieser Feinstofflichkeit rauszukommen, aber sie haben einen Preis dafür bezahlt. Der Preis ist der Schleier. Desto mehr, dass man aus dieser Feindschaft rauskommt, desto weniger erinnert man sich. Wenn sich jeder hier eigentlich erinnern würde, dann wäre alles klar. Es gibt nichts zu lernen, ihr wisst es einfach nicht mehr. Und das Leben schenkt euch nämlich wieder diese Erinnerung. Und jetzt stellt ihr vor, es gab eine Zeit, wo es noch solche Wesen hier gab, wo unglaublich manifestieren konnten. Und die haben energetische Formen so manifestiert, um die Kraft hier auf der Erde zu potenzieren. Stell dir vor, wir haben einen Körper. Unser Körper hat Energiefelder. Das sind sogenannte Chakren, die wir haben. Die Erde hat auch Chakren. Aber die Erde bewegt sich auch. Aber in dieser Zeit, als die Chakren, das Herzchakra war in dieser Zeit im alten Ägypten. Dort war das Herzchakra in dieser Zeit. Das bewegt sich auf der Erde. In dieser Zeit war es dort und die Wesen, die dort waren, sie haben die Energie genutzt, der irdischen Form, des Chakras, mit verbunden mit den himmlischen Energien, haben es potenziert in Form von Pyramiden, weil die Pyramiden waren nie gedacht als Grabstätten. Das hat man erst später gemacht. Schaut mal dort hinten, hinter Nepomuk hat es ein Dreieck. Seht ihr das? Also. Das Dreieck, das ist die Dreieinigkeit, könnte man sehen. Körper, Geist, Seele. Im Christentum Vater, Sohn, Heiliger Geist. Im Hinduismus das, das, das. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Wenn man diese drei Pole nimmt und aufbaut, gibt es in der Mitte einen Punkt. Das ist die Quelle. Das ist die Quelle. Ihr könnt zu Hause mal, ihr könnt das machen. Ihr könnt zu Hause ein Dreieck zeichnen und schaut in die Mitte des Dreiecks. Seid nicht erstaunt, wenn ihr nachher Bilder anfangt zu sehen. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn diese Kraft nicht nur einmal da ist, wenn sie Dreieck auf Dreieck, Dreieck auf Dreieck, Dreieck auf Dreieck, eine Pyramide sind ja unendlich viele Dreiecke, dann wird in der Mitte ein unglaubliches Energiefeld und ein Tor erschaffen, um in den Dimensionen und Realitäten zu sprechen und die Möglichkeit, Wissen zu holen und zu wiedergehen. Und so wurde in dieser Zeit, mit diesem Wissen wurde energetisch, wurden die Möglichkeiten zu erschaffen. Man baute Pyramiden. Keiner könnte heute, in dieser Zeit, wo wir leben, könnte niemand eine Pyramide so genau bauen, weil es nicht möglich ist. Aber es geht nur, wenn es energetisch genauso gerichtet ist. Und sie haben das so genutzt in der Zeit. Und jetzt bewegen wir, und jetzt musst du dir vorstellen, nach dieser Zeit wurde es immer wieder dichter. Dichter, 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 dichter. Warum wurde es dichter? Die Leute hatten immer mehr
verwickelten sich in ihren eigenen Lebensgeschichten. Diese Lebensgeschichten, sie mussten immer wieder inkarnieren, um die alten Lebensgeschichten wieder durchzuleben, diese Freiheit. Man könnte das so sagen, die Erde wurde wie in Ketteln versetzt, verstehst du? Sie wurde immer schwerer, dichter, schwerer, dichter. Die Menschen durften immer weniger wählen, was sie machten. Später kam es dazu, dass man sogar in der Geschichte, in der Glaubensform, dass es Glaubensrichtungen gab, wo man eben sagen, wo man angefangen hat, du sollst, du musst, es ist verboten, wenn ihr nur wisst. Zum Beispiel, wenn man in der Zeit Moses war unglaublich, aber ich sage es euch, wenn ihr Moses sehen würdet, ihr würdet ihn nicht mal erkennen. Moses war pure Liebe. Und Moses war auch so, Moses hatte sogar eine körperliche Beeinträchtigung, einfach, dass ihr wisst. Er hatte Mühe zu reden. Aber Moses hatte etwas. Vertrauen. Das Vertrauen hat jeder, aber Moses hat das Vertrauen ausgedrückt. Er wusste, weil er es gespürt hat. Und darum hat er in dieser Zeit, er hat eigentlich den Menschen etwas gegeben. Er fragte den Himmel, Himmel, Vater im Himmel, schick uns Botschaften, wie wir anders damit umgehen könnten. Die 10 Gebote waren nicht Gebote, die 10 Botschaften. Und es waren nicht 10, es waren viel mehr. Man hat sich einfach nachher nur diese rausgenommen, was man wollte. Aus den Botschaften wurden es geboten und heute sind sie ja schon verboten. Versteht ihr? Und das ist im Lauf der Geschichte immer wieder. Immer wieder. Immer wieder wurden Boten gesendet und jeder ist ja ein Botschafter in seinem. Jeder. Aber versteht ihr? Wenn man diese Kraft spürt, sehr viele haben Angst von dieser Kraft. Sehr viele. Wisst ihr, in der Geschichte wurden sehr viele verbrannt, gekreuzigt und noch ganz anders, wo das durchlebten, weil man Angst hatte von dieser Geschichte. Aber jetzt, und das ist einmalig, dieses Leben, wirklich, das ist einmalig, wo ihr drin seid. Jetzt haben wir die Chance, weiterzugehen. Wisst ihr warum? Weil die Erde jetzt geht. Und wir können mit der Erde gehen. Und zusätzlich ist noch das, wir sind nicht alleine hier. Um uns in diesem Universum gibt es unendliche andere Organismen, Wesen, die hier leben. Auch in physischer Form wie unphysischer Form, nicht nur geistig. Und jetzt, wenn wir uns bewegen in der Form, in der Offenheit, unsere Offenheit ist ein Ja für sie, dass sie uns auf diesem Weg auch unterstützen. Und wir werden immer mehr Phänomene wahrnehmen. Aber wisst ihr warum? Nehmen wir die Phänomene erst jetzt wahr? Weil wir jetzt bereit sind, es zu sehen, für uns. Aber die Phänomene waren vorher schon da. Darum gab es immer Leute, die sahen und andere, die nicht sahen. Ja? Wie? Entschuldigung? Kann es vielleicht sein, dass die Veränderung kommt, dass das Herzchakra vielleicht jetzt mehr in unserer Richtung ist, als wie jetzt damals in Ägypten? Herzchakra in Deutschland? Nein, es ist so, dass es im Moment, jetzt wo wir sind, müsst ihr verstehen, wisst ihr, das ist so unser Energiesystem, wo wir drin leben, versteht ihr? Unser Energiesystem funktioniert in der Form, in der Dimension, Realität, wo wir uns bewegen. Es gibt Orte, da gibt es nur ein Chakra. Und wir bewegen uns jetzt immer mehr durch unser Bewusstsein in dieses. Und dieses Chakra ist nicht mehr der Ort, es ist in jedem. Es manifestiert sich hier drin. Es manifestiert sich überall, wo wir drin sind. Hier auf der Erde, es wandert, ja, im Moment ist es hier in diesem Raum, es ist schon so, ja. Aber im Moment ist es so, dass mit der Zeit, dass es nicht mehr nötig ist, dass wir eben diesen Weg gehen müssen, jetzt können wir diesen Weg durch uns gehen. Aber der Weg wäre früher auch schon möglich gewesen. Aber ja, man hat den Weg immer wieder versucht, so zu kontrollieren, man wollte den Weg nicht weitergehen. Weil dieses Wissen ist nicht das neue Wissen, das gab es schon immer. Nur hat im Laufe der Zeit haben Menschen immer wieder versucht, ein Wissen für sich zu behalten. Wisst ihr warum? Damit man die anderen kontrollieren kann. Aber jetzt geht es nicht mehr. Weil jetzt wird alles an die Oberfläche kommen. Alles, alles. Jetzt kommt die Gleichstellung. Wisst ihr, es gab mal eine Zeit hier, da war es ein Matriarchat. Versteht ihr? Da war es eine Zeit der Frauen, der Weiblichkeit. Da ging es den Männern heute so, wie es den Frauen geht, teilweise. Dann gab es den Wechsel
durften wir das erleben und jetzt durften wir beides erleben und jetzt sind wir bereit, es zu integrieren und weiterzugehen. Es geht nur im Miteinander. Und wir haben ja alle Seiten in uns. Es ist alles hier. In jedem von euch sind alle Seiten. Habt ihr noch Fragen? Ja, Momentchen. Also vieles, was du da sagst, erinnert mich irgendwie an den Apologien des Berghänger im Lichte der Wahrheit oder Rudolf Steiner. Das ist ja ganz bizarr, ja. Die da hier von dir, die da also, ja, einfach, dass ihr wisst, ich habe noch nie etwas vorbereitet. Ich weiß nicht, was kommt. Es redet einfach, es ist das, was kommt. Das Problem, das die Menschheit eigentlich bis jetzt gehabt hat, das ist der Verstand. Der Verstand ist das, was uns bedingt. Oder der Verstand hat die letzten Jahrtausende, so jetzt einmal die Schirme nochmal gehabt. Das ist das Problem. Ja, aber das ist wichtig, dass wir in der heutigen Zeit eben nicht mit unserem Verstand so umgehen, dass der Verstand schlecht ist oder wie in ganz bestimmten Orten auch. Es gibt sehr viele, wo mit Arbeiten, an sich arbeiten und sagen, ich will mein Ego nicht mehr haben. Wisst ihr, ich werde jetzt euch etwas sagen. Wenn ihr das machen wollt, dann werdet ihr immer den Stress haben, weil das Ego ist nicht schlecht. Das Ego gehört zu uns wie unser Verstand, sonst hätten wir es ja nicht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Die Frage ist, wählen dir oder wählt das Ego? Wählt der Verstand oder wählt dir? Die Frage ist immer das, schaut mal. Euer Verstand möchte immer die Situation kontrollieren, analysieren, verstehen. Wenn eine Situation kommt, die ihr nicht kennt, dann wird euer Verstand immer es abneigen. Es möchte es nicht. Wenn ihr aber in einer Situation seid und der Verstand kommt, egal welcher Gedanke das ist, versucht nicht, den Gedanken weghaben zu wollen. Das haben immer wieder die Leute versucht. Diese Gedanken darf man nicht haben. Sagt Danke. Danke vielmal, dass ich mir bewusst werde, wie ich denke. Aber heute ist es meine Wahl, es anders zu sehen. Und dann nehmt ihr gerade die Kraft vom Verstand und dann geht ihr. Weil dann geht ihr mit der Kraft. Und das ist wichtig. Und wenn man dort drin ist, dann verändert sich das. Das ist genau das Gleiche. Wisst ihr, Glaubenssätze, Muster, Programme auflösen. Man kann unendlich viel Geld ausgeben. Das machen auch sehr viele für das. Aber wisst ihr was? Es ist nicht aufgelöst. Es kommt immer wieder hoch. Es wird sich nur dann verändern, wisst ihr wann? Wenn ihr das, was ihr als Glaubenssatz anschaut, annimmt, dass ihr es so gesehen habt, aber heute könnt ihr es ja anders sehen. Und schon ist es verändert. Und wisst ihr, alles, was geschieht, geschieht immer in eurer Form, in eurer Unterstützung. Die Frage ist eben das, ist das jetzt noch dienlich? Gestern war es dienlich, heute hat es sich schon verändert. Und darum ist es immer wieder wichtig, wählt bewusst, wie ihr weitergehen möchtet. Wählt bewusst. Ist das, wo ihr drin seid, diese Gedanken, sind es immer noch diese Gedanken, die euch unterstützen in einer Entfaltung? Ihr könnt ganz einfach etwas schauen. Egal, wo ihr drin seid, wenn es euch unterstützt in eurer Entfaltung, in eurem Wesen, dass ihr wachsen dürft, dann seid ihr auf dem Weg. Es ist nicht der richtige oder falsche Weg, aber es ist ein dienlicher Weg. Wenn ihr in Strukturen seid, die euch einengen, dann hinterfragt euch mal, ob ihr noch in diesen Strukturen sein wollt. Aber verurteilt die Struktur nicht, weil die Struktur darf sein. Heute erleben wir das immer wieder. Das erlebe ich sehr viel, so auch eben Spiritualität, Esoterik und so überall. Die Kirche ist schlecht und all solche Formen. Nein, die Kirche ist nicht gut und nicht schlecht. Es gibt überall Leute, die gerne das machen, wie sie können. Aber wie es, versteht einfach, wisst ihr, wie es in der Kirche Leute gibt, die missbraucht haben, gibt es sie auch in der Esoterik sehr stark. Sehr viele wissen nicht, was sie machen energetisch. Sie bewegen sich in Formen rein und denken wirklich, ich mache das. Aber wenn sie wirklich wüssten, was sie machten, wäre es sehr kritisch. Aber wisst ihr warum? Wann geschieht das? Wenn jemand will. Wenn jemand will, versteht ihr? Wenn jemand will etwas machen, dann öffnet er sich nämlich auch für Frequenzen der Manipulation. Wenn ihr aber immer in der Form der Bereitschaft und der Liebe
im Gegenüber, egal wo ihr seid, die Unterstützung so gibt, dass ihr die Person nicht leiten wollt, nämlich begleiten, auf ihrem Weg, wie sie gehen möchte. Das spielt keine Rolle. Wisst ihr, das Beispiel wird er vielleicht nicht so gut verstehen, aber ich möchte das sagen. Ab und zu habe ich auch Leute, die kommen zu mir und sagen, ich bringe mich um. Und wisst ihr, was meine Antwort ist? Wenn du das möchtest und das dein Weg ist, dann werde ich dich auch dort begleiten. Und wisst ihr, wie die Reaktion ist von den Leuten? Was? Er hätte ja gern von mir gehört, nein, du darfst dich nicht umbringen, hin und her, oder versteht ihr? Ja, wie kannst du? Ja, das ist ja dein Weg. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, welchen Weg das ihr gehen sollt. Ich bin auch nicht hier, um euch zu sagen, was ihr glauben sollt. Ich bin hier, euch zu sagen, dass ihr euren Weg gehen könnt. Ich bin hier zu sagen, dass ihr euren Glauben glauben dürft. Ihr dort zu unterstützen. Es gibt nicht ein richtiges oder ein falsches. Aber dann weiter in dem Gespräch, was geschieht, dann wird die Person sehr schnell, ja, aber wieso siehst du das so? Dann sage ich so, ja, weil es so ist, es ist ja dein Weg. Aber dann werde ich irgendwann, wenn der Impuls kommt, geben sie den Impuls rein, ja, aber wie wäre es, wenn das Leben weitergeht? Wie wäre es, wenn du dich vielleicht, das Problem, wo du hast, dass das gar nicht fertig ist? Wie wäre das, wenn du das mitnimmst? Wisst ihr, so wie es hier ist, auf der anderen Seite ist nicht alles Himmel, he? Einfach, dass ihr wisst. Sehr viele denken, wenn sie gehen, ist alles rosarot, ist alles Himmel, ist alles super, die Engel winken und alles. Nein, es ist nicht immer so. He? Wisst ihr, wie es auf der anderen Seite ist? So, wie ihr euch hier verhaltet. Dort, stellt euch vor, hier seid ihr und ihr habt einen menschlichen Körper und der Körper filtert euch. Wenn ihr den Körper loslässt, dann sind die Filter weg. Dann sieht man sehr schnell, euer Denken, euer Fühlen, euer Bewegen, die Widerspiegelung dann, das kann für manche die Hölle sein. Das ist mit der Hölle gemeint. Aber nicht, weil jemand verurteilt, weil man dann selber sieht, wie man mit sich und anderen umgeht. Aber etwas, was ist, ihr werdet immer Unterstützung bekommen. Immer. Aber wir hier auf schon im Leben, wisst ihr, wenn ihr teilweise Mühe habt und jemand euch helfen will, viele wollen die Hilfe ja nicht annehmen. Und dort ist es genau das Gleiche. Und es wird immer jemand kommen und euch die Hand geben, immer. Aber diese Person wird nicht zu euch kommen und die Hand zu geben und euch aus eurem Loch rausnehmen. Die Person wird kommen und euch die Hand geben und sagen, ich bin hier und ich lasse dich nie alleine. Ich werde dich immer lieben und unterstützen, wie du deinen Weg gehst. Aber ich muss dich ja nicht aus dem Loch ziehen. Du kannst selber rauskommen. Versteht euch? Und dann darf man eben dort auch weitergehen.